Hola, muchacho. Hola. Should we, gehen wir direkt rein? Ja klar, warum nicht? Okay. Du nimmst auf? Ich nehme auf, ja. Wo ist denn deine Aufnahme heute? Ich habe schon ganz viele Probleme mit Twitch heute. Ist überhaupt kein Problem, lade ich hier hoch. Das wäre supi. Und da sind wir auch schon in der. Deine Kamera geht nicht. Hä? Bei mir geht alles. OBS? OBS Ninja? Ja, habe ich an. Ha. Okay, warte. Guck mal schnell. Ist es vielleicht die Dinger hier? Ich habe nur Moment. Ladekringel. Ja, warte. Jetzt? Hallo! Hi, ich habe falsche OBS Ninja genommen. Sorry. Muss ich umbenennen. Überhaupt kein Ding. Hallo! Hi, was geht? Noch nicht viel. Ich gucke mal, ob ich dich ein bisschen lauter mache heute. Ja, aber nicht viel, nicht viel. Wenn du dich gleich wieder wenn du gleich wieder ein Thema hast, was dich so richtig triggert oder so richtig rein, dann bist du wieder sehr laut. Hey, was soll das denn heißen? Gar nichts. Du bist wieder sehr viel Auto gefahren, habe ich gesehen. Heute? Allgemein die letzten Tage. Oh Gott, da kann ich die traurigste Geschichte auf dem ganzen Planeten erzählen, ey. Ich habe nur einen Tweet gelesen, aber erzähl mal ruhig. Also wir sind am Samstag, sind wir in 24-Stunden-Rennen rein und wir haben geackert wie die Blöden und sind in der ganzen Nacht vorgefahren bis kurz vor drei. Also bis kurz vor drei im Sinne von dritter Platz. Und dann ist morgens, hat ein Fahrer verpennt, der war nicht da. Und dann wollte ein anderer Fahrer einspringen, der ist quasi ins Auto gegangen und sein Lenkrad ging nicht. Ah. Das heißt also, wir standen in der Box. Das Problem war, er musste sein Game neu starten. Wir konnten das Auto aber nicht übergeben. Und wir hätten theoretisch alle vom Server runter müssen. Und es war dann so, dass einer noch drauf geblieben ist, weil er das gestreamt hat. Und er hat geschlafen. Der andere auch. Scheiße. Und der hatte sein Handy auf lautlos im Büro liegen lassen. Das heißt, wir haben ihn ungefähr 80 Mal angerufen, aber er hat es nicht gehört und war erst eine Stunde später wieder da. Ja, dann haben wir das Auto abgestellt. Und wir hatten halt die Chance auf Podium. Das war ein bisschen Kacke. Feels bad, man. Jetzt richtig scheiße, man, soll ich dir sagen. Also ich war echt gut bedient. Also ich habe nicht gemeckert oder so. Ja. Das war blöd. Aber kann man nichts machen, ne? Ist wie es ist. Musste man so hinnehmen. Und ja. Also auf der einen Seite menschliche Unzuverlässigkeit, Nummer eins, Nummer zwei, technisches Versagen auf der Hardware-Seite und dann Nummer drei, jemand, der dann auch wieder nichts dafür konnte, ne, der einfach pennen gegangen ist, weil er müde war, war nicht erreichbar. Ja. Ja. Warte mal kurz, buffert das bei allen gerade schon wieder? Weil dann muss ich meinen Stream neu starten. Ich habe das heute so extrem. Ich musste heute schon fünf oder sechs Mal meinen Stream neu starten, weil es bei mir ständig buffert. Und Netzwerkfehler und total crazy. Bei dir gar nichts? Nö, ich bilde mir ein. Warte mal. Nö. Alles, also sieht gut aus, ja, sieht gut aus. Es ist der Wahnsinn. Have Ja, you ich habe tried schon. to restart, turn it off and on again? Ich habe schon viermal neu gestartet heute. Den kompletten Stream. Okay, Chat, bin gleich wieder da. Okay. Machen wir kurz Timeout? Ja, Timeout, Also Timeout, nix. Bin Timeout. gleich wieder da, Chat. Tschüss. Tja. Boah, das ist halt richtig doof heute. Ehrlich. Das ist super, super bad. Hast du eigentlich die neuesten Windows-Updates installiert? Oh, scheiße, ich weiß. Da macht man keine Witze drüber, wenn gerade Probleme anstehen. Ich weiß. Bitte entschuldigen Sie. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich sie installieren oder so, keine Ahnung. Aber es kann ja nicht sein, dass das auf jedem Ding buffert heute. Also, das ist ja richtig crazy. Ja. Und mein Stream gibt aber alles vernünftig aus. Oh ja, weird. Weißt du, du machst jetzt gar nichts und morgen läuft alles wieder, als wenn nichts gewesen wäre, ne? Du, Maga, das ist super häufig so. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Aber ich mache trotzdem Windows-Updates heute nochmal. So, Shits und Giggles dann. Aber eins muss ich ja sagen, du siehst aber richtig fesch aus, mein Freund, ne? Mit der Brille und den Haaren so. Und die Haare sind noch nicht mal geschnitten, das kommt noch. Ah ja? Ich hab Friseurtermin jetzt zweimal verpasst oder anders gesagt, privat, ne, sollte, also, aber, und dann war das halt blöd von der Uhrzeit und nochmal blöd und ja, vielleicht ja heute.
Ja, okay, okay. Ja, wer weiß. Wie ist es dir denn so ergangen in der letzten Woche? Hast du schon das kleine Monster am Laufen? Ey, ohne Scheiß, ich bescheiße mich selber dabei, ne? Ich fange an zu streamen. Also ich bin recht früh. Mein Handy, mein Google-Gerät sagt mir gerade, dass es irgendwas für mich tun möchte, aber es denkt jetzt, es soll mich irgendwo hin. Ey, was ist, stimmt denn heute mit der Technik nicht? Habe ich gerade irgendein Kommando für ein Google-Handy gesagt, dass man nee. So versteht? Gar nicht, ne? Nee. Also dieses Handy ist jetzt gerade der Meinung, doch. Okay. Ja, cool. Und vielleicht cool. Wollt ihr wirklich helfen. Ja, das kann sein. Nee, ich bescheiß mich gerade wirklich selbst. Also ich fange relativ früh an, live zu sein, also zu streamen. So, und dann denke ich mir, du machst am besten mal einen Tag, an dem du früher offline bist, dass du mal so um 15, 16 Uhr offline gehst oder noch früher und dann machst du mal einen halben Tag nur PC aufbauen, einrichten. Meistens hast du ja noch irgendwie einen kleinen Fehler oder so ein Schwachsinn drin. Das bügelt man dann aus und am nächsten Tag kannst du es darüber testweise laufen lassen, hast aber noch den Fallback. Das Einzige, was ich wirklich in den PC noch einbauen muss, ist der Camlink Pro vom Game-PC in den Stream-PC. So, und die Kiste steht jetzt seit 2 Wochen da und lacht mich an, weil ich entweder immer länger streame und dann bist du bis 18, 19 Uhr live oder ne, noch länger. Und dann denke ich mir nur so, ja, ach komm, das kannst du ja morgen noch machen. Dann machst du das. Und ich bescheiße mich selber. Es geht mir mega auf die Eier, weil ich das ausprobieren und basteln will. Aber du willst halt auch nicht so einen laufenden Stream dann halt irgendwie knicken, weißt du? Das ist total dumm. Ist total dumm. Und jetzt denke ich mir so, ja, du kannst jetzt ja schlecht mal eben früher offline gehen, weil wir haben ja den Hardcast, das Hardcast-Date, ne? Ich wollte heute eigentlich auch einfach ausmachen, weil dieses ganze Gebuffer-Blödsinn mir echt. Es läuft halt 2 Stunden und dann ist es wieder da. Den ganzen Tag heute schon. Das ist super weird. Anfangen kannst du eine Stunde quatschen und dann, naja. War eigentlich auch mein Plan, aber dann habe ich mir gedacht, ach scheiße, zieh's mal durch jetzt hier. Was witzig ist. Ich war vorhin so müde, dass ich kurz davor war, dir zu schreiben, so von wegen, ey, Sommer, ich meine, wir machen ja heute auch die Wundtüte, hast du gesehen, ne? Schreibfehler. Die Wundetüte, bitte. Die Wundetüte, ja, genau. Ja. Ich habe das heute Morgen so schnell gemacht und dachte mir so, nein, scheiße. Naja. Ja, passiert, ist ja nicht schlimm. Was hast du denn so die Woche getrieben, technisch? Hast du irgendwas gemacht? Also meine größte technische Innovation ist, dass ich mir einen neuen Brustgurt bestellt habe. Ja. Da bist du nicht ganz unschuldig, aber eigentlich habe ich mich selber sabotiert. Ich habe einen Brustgurt, der nur Arndt Plus kompatibel ist. Ja. Und den habe ich zuletzt gebraucht, bevor ich den Computer hier umgebaut habe, neues Mainboard rein und so weiter. Ne? Da war der fest dran. Und irgendwo habe ich diesen Arndt Plus USB-Adapter irgendwo hingelegt, weil da finde ich ihn halt wieder, da gehört er ja hin. Ja. Findest du nicht wieder? Habe ich nicht wieder gefunden. Und dann habe ich, den Daddel Junkie gefragt, unter anderem. Ich sage, du, was nimmt man denn aktuell gerade so, ne? Weil ich bin ja auch nicht mit der Anplus-Geschichte so zufrieden, weil du gehst einmal hier nach nebenan in die Küche, holst dir was zu trinken und schon reißt die Verbindung ab. Und die Software versucht es halt nicht lang genug. So, ne? Und hier benutze ich jetzt, wie heißt es nochmal? Eine App auf dem Handy, die ich natürlich dazu einmal starten muss. Also das ist nicht ganz so komfortabel, aber es ist eine Bluetooth-Verbindung. Also ist meine Reichweite schon mal deutlich länger. Plus ich könnte das auch draußen benutzen, theoretisch. Ne? Ja. Brauche ich natürlich nicht. Akku soll laut mehreren Usern auch locker ein Jahr halten. Also ist das jetzt kein Kriterium, das auszuschließen. Das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, knapp über 30 Euro gekostet. Also auch bezahlbar, ist jetzt nicht so ein High-End-Fitnessgurt, wie das diverse Leute aus der Community halt benutzen. Zwei Tage getestet, läuft einwandfrei, läuft über ein Widget, was man über die Webseite benutzen kann. Super. Richtig gut. Also das ist so meine letzte Innovation und das ist jetzt wirklich also nichts Besonderes, da muss ich jetzt auch nicht so tun, als ob Pulsoid. Pulsoid, genau, Pulsoid läuft das. Ja. Ich mach das mit der Apple Watch. Ja, habe ich mir gedacht, du als Apple-User, die Apple Watch kann man ja auch ganz gut dann abgreifen. Wie läuft das über die Apple Watch beim Abgreifen dann? Du hast eine App, die auf der Uhr läuft, die kommuniziert mit dem Telefon. Das Telefon kommuniziert via Internetnetz zu einer Browser-Source und die kannst du dann einlesen. Okay, ist das auch so ein Dienst, der dann angeboten wird? Ist einfach nur eine App, die einer programmiert hat. Also nichts weiter Wildes. Naja, und damit cool. Kannst du halt auch einfach mal überhellen gehen und der Puls ist immer aktuell. Also selbst beim Pennen und so. Ja, geil. Mega geil. Chat macht sich darüber immer lustig, weil ich beim Kacken immer so hohen Puls habe. Man denkt da ja auch nicht dran. Ne?
Aber hast du die Uhr, das Ding ist halt, ich mag diese Gurte nicht. Ich hatte früher bei 11T hatte ich einen hier dran. Und das war irgendwann so unbequem im Brustgurt, weil ich so einen großen Brustkorb habe, ist halt einfach so mega ätzend. Als ich mich vor ein paar Jahren damit mal beschäftigt habe, da gab es dann so Lösungen, da haben Leute sich so einen Clip an den Finger gemacht und damit konnte man das irgendwie, und das ist ja super unangenehm, dass du beim Zocken halt auch gar nicht mal deine Hände frei benutzen kannst. Und dann gab es Leute, die haben das an einem kleinen Zeh oder überhaupt an den Zehen halt irgendwie gemacht und dachte ich so, ja klar, ich klippe mich am Anfang immer extra an, damit ich den... Ja, hast du jetzt mit dem Gurt auch. Der Gurt ist aber wireless. Ach so, das war mit Kabel dann. Diese Lösung damals wäre mit Kabel gewesen, ja. Und diese Gurte sind komplett immer ohne. Ja, so ein Gurt habe ich auch und so ein Band habe ich auch, aber das fand ich alles scheiße. Das fand ich immer so lästig. Und mit der Uhr ist halt einfach, die habe ich eh immer an. Ist gut. Klar, keine Frage. Keine Frage. Nee, aber das war das Letzte, was ich jetzt hier so gemacht habe. Ansonsten war ich mit Hardware diese Woche, ehrlich gesagt, wir haben letzte Woche schon über das Mikro gesprochen, ne? Ganz kurz. Ja. Da ist nichts Neues mehr großartig passiert. Einfach nur, ich habe eigentlich nur gezockt, bisschen Quatsch gelabert, mir komische Twitch-Clips angeguckt, gerade nochmal, 17 Minuten meines Lebens, die ich nicht zurückbekomme. Und gespielt viel, sehr viel eigentlich nur. Ja, muss auch mal sein. Ich habe ein bisschen gebastelt. Was gab's denn? Raspberry Pi. Und der funktioniert nicht. Keine gute Lösung. Der hat nicht genug Dampf, um den um NDI darzustellen. Oh. Das ist jetzt nicht so geil, ne? Nee, das finde ich auch nicht geil. Also erstens mal ist es ein Pain in the Ass, da ein vernünftiges Chatprogramm drauf zu installieren. Also wirklich ein Pain in the Ass. Und den Stream dort einzubinden, dass der läuft, ist auch einfach so unfassbar fucking ätzend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist jetzt aber ein Raspberry Pi-Problem gepaart mit, die Kiste hat dann doch nicht so viel Power, wie du bräuchtest. Ich glaube, die Grafikeinheit ist einfach nicht dafür gemacht, einen Stream irgendwie laufen zu lassen. Also du kannst das nicht mal im Browser machen. Leider. Und das ist echt ätzend, weil ich habe schon... Also ich habe Ubuntu drauf gehabt, dann habe ich Raspberry drauf installiert und also ich sag mal, ich habe schon auf Full HD runtergestellt und da, du merkst halt schon bei der Eingabe so, naja, gefällt dir wohl doch nicht so gut. Also Maus ist halt schon so ein bisschen und 60 Hertz kriegt er auch nicht hin, also. Was hat die Raspberry-Einheit jetzt mit Speicher und dem ganzen Kram gekostet? 160. Da könnte man schon so einen gebrauchten Nook für kriegen. Das muss ja nicht der neueste sein, ne? Der das dann kann. Ja, aber den Nook musst du wieder hoch und runter fahren, weißt du? Das ist das Problem. Den Pi kannst du halt einfach und weg und dann fährt er wieder hoch. Ja. Der Nook, weil wenn er ja Windows drauf hat oder irgend so eine Scheiße, dann startet er ja nicht automatisch. Der Pi geht ja immer, wenn du den Saft gibst, geht er wieder automatisch an. Ist zwar nicht so gesund, aber kann er ab. Ja, okay, aber einem Windows-PC könnte man doch per Skript auch mitteilen, wann er hochzufahren hat oder runterzufahren hat. Wenn ein gewisser PC hochgefahren wird, beispielsweise das Racing Rig startet dann sozusagen das Nook mit. Ich weiß, ja. Wake on LAN ist jetzt ein böses Wort und so, aber... Nö, warum? Es sind sogar drei Worte. Wake on LAN. Drei, ja. Ja, du, ich weiß auch nicht, Maga. Das ist einfach... Ist nicht geil. In meinem Chat steht gerade, Aventurous wäre dann Nvidia Jetson die bessere, weil da hat die GPU mehr Dampf. Das Nvidia Jetson ist auch so ein Raspberry-mäßiges Kleinst-Recheneinheit-Produkt. Habe ich bisher nur Sachen von gelesen, nie mich mit beschäftigt. Aber es geht ja um die Kompatibilität, auch insbesondere mit OBS. Und dann muss auch noch das Plugin NDI unterstützt werden. Also das ist so eine, also die Querverkettung von Problemen, die da anstehen können, die ist schon sehr lang. Ja, das ist alles nicht so geil. Also ich denke mal, affine Linux-User, denke ich, kriegen das hin. Aber du, ganz ehrlich, also für mich ist das einfach böhmische Wälder. Einfach böhmische Wälder.
Also ich war bei den Linux-Sachen immer dann überfordert, wenn du findest eine Anleitung, die ist 2 Monate alt, ne? Ja. Und du hangelst dich dann so durch die ganzen Prozesse. Kompilieren kann ich nicht. Also kompilieren selber kann ich nicht. Wenn ich das eine Anleitung mache, kein Problem, ne? Also abarbeiten, bla bla bla. Und wenn dann bei dieser Anleitung, die aus 50 einzelnen Schritten besteht, bei einem Schritt eine Fehlermeldung kommt oder irgendwie gesagt wird, nee, geht nicht, dann stand ich auch immer davor, ne? Aber solange das ging, das habe ich hingekriegt. Ja, du findest ja nicht mal Anleitung, wie du vernünftig irgendwas installierst. So, das ist ja, also gerade jetzt zum Beispiel Chatty, das zu installieren, ohne irgendwie extra, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Fall Flat oder irgendwie sowas. Damit hast du das dann irgendwie hingekriegt, dafür musstest du ja wieder extra was installieren und Ja, Moment. Aber Chatty ist eine Software, die über Java läuft. Nee, ich meinte Chatterino. Und das war auch schon, also ich bin, habe 2 Stunden davor gesessen und habe mir gesagt, so, nee, jetzt ist Feierabend, hab ich keinen Bock. Und dann gibt's halt auch dieses NDI-Tool, das lädst du als, glaube ich, TGX-Datei runter und dann kannst du die nicht ausführbar machen und somit nicht installierbar und dann sitzt du da als völliger Kack nur, meine ganzen Pläne sind im Arsch und nirgendwo findest du dafür irgendwie eine Anleitung oder sowas. Ja, dann bist du halt einfach mal im Hintern, ne? Dann hatte ich überlegt, den Stream mit VLC abzuspielen. Und dafür musst du irgendwie im Browser musst du einen Link rauskopieren von der M3U. Und du kannst halt beim Raspberry kannst du nicht mal im Browser den Stream starten. Und der war dann immer, also der war immer an, aus. Also immer, wenn du Pause gedrückt hast, ist der automatisch wieder angegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, fuck, okay. Keine stabile Lösung, ja. Das ist keine geile Lösung so und mir fehlt halt, also du kannst halt alles darauf laufen lassen so und diese ganzen Geschichten hier, die funktionieren, also ich sag mal, der hat schon genug Zunder, aber du kriegst halt diesen Kackstream da nicht drauf und damit ist die Lösung halt einfach nutzlos, weil ich muss ja sehen, ob der Stream vernünftig rausgeht, ne? Ja. Also so ganz wilde Ideen, die mir in den Kopf schießen, wären halt Notebooks suchen, die ein paar Jahre alt sind, kaputte Displays haben, die keiner haben will, die für ein Apple und ein Ei verkauft werden und denen dann dahin hängen, ne, Display dran, fertig. Ja, das ist auch alles Strom, weißt du? Also ja, Strom als ein Kai. Natürlich, klar, das frisst alles mehr, keine Frage. Die Frage ist, was du dann halt am Ende des Tages brauchst, ne? Weil der Pi wäre schon geil, so, aber ey, gib mir einfach kein Bild aus, der blöde Penner, ey. Ich lese also zumindest nicht in einfach. Ich verstehe. Ich habe schon gedacht, dass der Pi halt mit hier 8 GB Speicher und so, also der große neue, dass der halt das wirklich schon hinkriegt, aber will er nicht. Ich lese in meinem Chat gerade, dass jemand für ein Kameraprojekt in der CNC-Maschine auch mal mit einem Pi 4 versucht hat, was aufzunehmen, aber der wäre dann halt mit 1080p60, also 1080p60 halt auch überfordert gewesen in dem Bereich. Ich muss sagen, mit den Pis habe ich fast keine Erfahrung. Das Einzige, was ich habe, ist halt ein Pi Hole, das bei mir immer aktualisiert wird und ich starte das alle paar Monate mal irgendwie neu. Aber ansonsten habe ich mit Pi bisher noch keine Erfahrung. So wirklich. Ja. Ich hätte eigentlich, wie gesagt, gedacht, dass das dafür reicht, aber nee. Aber dann, also am Ende ist sowieso auch kacki, weil du siehst halt, du kannst halt keine einzelnen Szenen beide über NDI ausgeben. Ne? Geht nicht. Also du kannst nur die komplette Preview ausgeben, aber nicht die Szene. Das geht nicht. Moment. Wusstest du, dass du, wenn in OBS eine Szene rechts anklickst, weil du das Kontextmenü die davon haben willst, dass sie dann wechselt? Ja, weiß ich. Deswegen mache ich immer Studio-Modus an. Mhm. Ja, kann man nicht, kannst du auch nicht über NDI ausgeben. Also meine Idee war es ja eigentlich, diese eine Szene, die ich jetzt so benutze, wo mein Chat drauf ist und sowas, weißt du, über NDI wegzuböllern und die drüben dann zu empfangen. Weil dann sehe ich ja unten auch meine Statusleiste zum Beispiel, ob der Stream, ob es buffert und so weiter. Das fehlt mir dann alles da drüben wieder, weißt du. Die Lösungen sind halt alle nicht geil so. Die sind alle nicht geil. Und ich hasse sie. Und ich habe mich so gefreut, aber es ist kacke. Es ist echt scheiße.
Ha, also ich habe mich entschieden, meinen Küchen-PC wieder abzubauen, die Kabel wieder rauszuziehen und weiterhin auf die Handylösung zu gehen. Okay. Wenn auch, das bedeutet, dass man am Ende des Tages dann wieder ein paar Kabel für Stromversorgung braucht und die Geräte natürlich einzeln einschalten muss. Das ist dann halt keine Klick-Läuft-Lösung. Ja, war es vorher ja bei mir auch nicht. Aber ich bin so von dem, was da rauskommt mit den Wireless-Mikrofonen, sehr zufrieden. Also das ist genau das, was ich haben wollte. Viel mehr brauche ich da nicht. Ich habe nur noch keine perfekte Position gefunden für die Cams, wo das jetzt hinkommt, wo man das am besten hinstellt. Ich mache das immer noch sehr ja, spontan, sagen wir es einfach mal so. Ja. Ja, aber so mit der Bildqualität und ich hätte gedacht, dass es mehr Probleme mit Ruckeln und Stottern gibt, aber das haben die neueren Handys alle gar nicht mehr. Also zumindest, klar, das kann immer mal eine Störung geben, aber ne, das kann es bei einem normalen PC ja auch. Ja. Ja. Ja, ja. Hm. Das ist echt. Nee. Wir hatten gerade das, ja, läuft nicht, ne? Ist schade. Nee, ja, ist scheiße. Kacke. Jetzt habe ich ein Pi und weiß nicht, was ich damit machen soll. Du findest bestimmt etwas, was du damit machen kannst, 100 Pro. Bestimmt. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Nachricht gesehen vom Experian in Köln, dass dort, ich glaube morgen ist es, Grafikkarten verkauft werden zu wirklich coolen Preisen. Und die haben auf Twitter dann halt auch nur genauso Marketing gemacht, so von wegen, ja, geile Preise und ne, müsst alle vorbeikommen. Aber gerade bei Grafikkarten ist es halt so, naja, wer definiert, was ein cooler Preis ist, ne? Also wenn die Karte für, keine Ahnung, 700 Euro eingeführt wurde und sie wird aber im Handel gerade für 1400 quasi verbimmelt, dann sind 1200 für dich vielleicht auch noch kein cooler Preis, ne? So, ja. Und heute sind die Preise dafür rausgekommen und die meisten sind wirklich, wirklich sehr interessant. Na, ich habe die jetzt alle nicht im Kopf, wir haben das auf dem Discord und im Internet findet man das auch auf der Experian-Seite, die haben das verlinkt. Die meisten Preise sind sehr, sehr interessant gerade, aber limitierte Stückzahl, jeder kann nur eins kaufen und nur lokal direkt in Köln vor Ort, morgen. Na? Vielleicht ja, kommt da ja mal ein bisschen, ja, auf. Ich brauche jetzt keine, ich werde jetzt nicht dahin fahren und denken, ich kaufe mir jetzt eine Grafikkarte, warum auch, ne? Also wäre ja schon Quatsch. Ey, ich steige nachher gleich rein ins Auto und los geht's. Gleich mal drei kaufen. Du kannst aber nur eine kaufen. Was? Du kannst nur eine kaufen. Die haben ich nur eine begrenzte Stückzahl. 3080 wollte ich haben. Eine 3090 haben die, glaube ich, nicht. Und eine 3080, glaube ich, auch nur eine Ti. Ja, die Ti für knapp über 1200. 1200 ein paar kaputte. Ja. Natürlich nicht. Hallo, ich bin voll AMD. Da gehe ich jetzt nicht rein mehr. Die AMD-Grafikkarten, das läuft bei dir alles so, wie du das vorstellst, ne? Nee. Nee, leider nicht. Wie nein? Nee, also ich glaube, Windows mag Full-AMD-Systeme immer noch nicht. Also wirklich ohne Scheiß, Alex, ich habe dieses Jahr, ich habe noch nie in meinem ganzen verfickten Leben so viele Probleme gehabt. Mhm. Red mal bitte weiter, ich muss mal irgendwas auffüllen. Ja, mach mal. Ich habe noch nie so viele Probleme gehabt wie mit diesen ganzen Windows-Updates. Also das ist einfach... Also, völlig Banane. Es ist so abstrus. Also, dass mir Grafikkartentreiber schon abgeschmiert sind. Dass es irgendwelche anderen komischen USB-Bugs gibt. Und dass du im BIOS irgendwelche Dinge an- und ausmachen musst für die Funktionalität. Und das ist... Bizi, das war mal ein gutes Bäuerchen. Das ist einfach, weiß ich nicht, seitdem ich auf Full AMD unterwegs bin, ist das einfach total bescheuert. Und also eine Sache möchte ich daran auch mal kritisieren. Der Triple Screen Support von AMD ist eine absolute Vollkatastrophe. Die haben quasi früher, musst du dir vorstellen, früher gab es ein Tool in Adrenalin hieß das früher, das Tool, ich glaube heute auch noch. Da konnte man die Bildschirme anpassen, weißt du, dass sie halt du hast dann halt so ein Dreieck drin und dann kannst du das so hinlegen, dass das alles einigermaßen übereinstimmt und die Kanten vernünftig laufen. Das haben die einfach rausgenommen. Das macht der Assistent jetzt automatisch. Von alleine. Und es ist halt super scheiße, by the way. So, und dann steigst du halt ein in ein Auto und dann hängt der eine Lüfter so und die andere Hälfte so. Und dann passt das halt gar nicht zusammen. Und das ist halt wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mit AMD ein richtiger Scheißerhaufen. Also das ist wirklich der einzige Nachteil,
an AMD, dass der Grafikkartentreiber wirklich mittlerweile, was Triple Screen angeht, absoluter Rotz ist. Also ganz große Kacke. Und das macht echt keinen Spaß, das einzurichten. Wirklich nicht. Du kannst halt über x Ecken bei AMD in Windows, im System, dingsi bumsi, kannst du eine Ecke finden, wo ein Assistent drin ist, wo du das von alleine machen kannst. Aber da hast du auch nur die Möglichkeit, dir in Online-GIMP auf dem Bildschirm das Dreieck selber zu bauen, das zu verschieben und mit dem Lineal die Pixel. Wäre aber eine Möglichkeit, ne? Ich muss mal kurz das korrigieren. Ja, warte mal, musst du auf meinem Bildschirm. Du kannst dann mit dem Lineal, kannst du das halt ausmessen und dann trägst du das ein und die Scheiße funktioniert trotzdem nicht. Und es ist wirklich so absolut unendlich belastend. Mhm, oh, ja. Das geht nicht. Es gibt eine Möglichkeit, dass man das ohne Triple Screen macht, also dass jeder Monitor einzeln ist. Und dafür gibt es ein Tool. Und damit kannst du das dann realisieren. Die Scheiße ist halt, das funktioniert nicht mit allen Programmen. Also du kannst zum Beispiel ETS, kannst du so nicht fahren. Weil du mit diesem Tool, was quasi nicht auf alle Bildschirme verteilt, das funktioniert mit iRacing, das funktioniert mit ACC, aber es funktioniert nicht mit ETS. Und das ist so belastend. Wirklich. Ist das an der Grafik-Engine von ETS oder? Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es nicht möglich. Und auch da findet man leider wieder nichts im Internet zu. Ich finde das so krass, dass du jetzt das zweite Mal heute sagst, dazu findet man nichts. Also entweder kennen wir einfach die richtigen Ressourcen dafür nicht oder die richtigen Leute dafür. Das ist 100% schon tausendmal irgendwie besprochen worden. Nur eben genau zu solchen Sachen findet man dann halt eher schlecht was, ne? Ich habe aber das gleiche Phänomen, wenn ich irgendwie mal solche sehr speziellen Sachen suche, dass ich dann komischerweise auch nicht mehr so die richtigen Dinge finde. Ganz, ganz, ganz strange. Ich glaube an eine Verschwörung. Naja, wenn du halt wirklich so ganz, ganz spezielle Dinge suchst, die sonst keiner macht. Also ich sag mal so, der Orthonormal-Triple-Screen-Benutzer benutzt Nvidia Surround. So, und Nvidia Surround hat ja die Möglichkeit, dass du deine Bildschirme anpassen kannst, was ich dir gerade erzählt hatte. Mhm, ja. So. Und jetzt finde mal in 2021 einen AMD-Grafikkartennutzer, der das Tool scheiße findet, der es nicht automatisch macht, und das wirklich peak genau haben möchte. Und dann findet man noch jemanden, der das nicht machen möchte und damit ETS fahren will. Das ist ungefähr, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so groß. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, das stimmt schon. So, weil für alles andere, also für iRacing, für ACC, findest du das ja alles. Also das kannst du ja auch machen. Du musst halt, wenn du diese andere Lösung, von der ich sprach, wenn du dieses eine Display-Ding auftrennst, sodass es drei sind, wenn du das machst und dann mit diesem Tool das einfach groß aufziehst auf alles, findest du für ACC und iRacing findest du alles. ETS? Nicht. Und dann müsstest du halt immer diesen Bildschirmverbund ausmachen für die anderen Games und anmachen für ETS. Ja, das ist ja keine Lösung. Genau, danke. Nein, das ist auch, come on, das ist so dieses so, ach, du möchtest dieses Spiel spielen, kein Problem, schalt einfach das aus und dann ordne das mal neu an. Und übrigens, wenn du die anderen Spiele dann wieder spielen willst, dann musst du das alles wieder rückgängig klicken. Ja, genau. Das ist halt echt scheiße. Das regt mich gerade auch ein bisschen auf so innerlich. Das ist auch der einzige Grund, wirklich, das ist der einzige Grund, da hinten eine Nvidia-Grafikkarte reinzustopfen, weil das wirklich belastend ist. Das ist wirklich belastend. Wenn das ein Simracer ist, brauchst du wieder viel Speicher, ne? Naja, eine 3090 sollte da schon drin sein. Ja, weil 1500 Grau-Euro Grafikkarte da rein. Läuft. Da ist eine 6800 XT drin. Die läuft auf volle Lotte. Die läuft bei 99%, wenn das Game an ist. Da ist. Was meinst du, wie der Lüfter anrampt da? Ich musste halt ohne Scheiß, Jim, ich musste dieses Jahr musste ich den Lüfter von der Grafikkarte ab 50 Grad auf 100% hochrampen und auch im Gehäuse alles hochrampen, weil die bei 94, 95 Grad war. Krass. Okay. Ja. Okay. So, jetzt bist du bei 89. So, und 89 ist so.
Du bringst mich gerade wieder auf die Idee, ne? Also ich müsste eigentlich mal beim Tarkov spielen, drehen die Grafikkartenlüfter auch durch. Also Tarkov ist ja bekanntermaßen total gut optimiert, nicht. Und also wenn ich Tarkov länger spiele oder auch einfach nur im Menü rumiddle und so, dafür kann man ja auch die FPS wahrscheinlich begrenzen. Ist ja auch scheißegal. Also Tarkov ist eins der wenigen Spiele, bei denen die Grafikkarte der Meinung ist, sie müsste jetzt mal Vollgas geben. Vielleicht sollte ich mal doch mal schauen, wie warm die bei dem Spiel wird, so. Einfach nur so aus Interesse. Solltest du wirklich mal gucken. Mhm. Ja. Weil das gerade in meinem Chat steht, eine 3070 und eine 3080 reichen für Triple Screen. Ja, Full HD. Das ist aber 1440p, 144 Hertz, meine Freunde. Das ist noch ein anderer Schnack. Das reicht nicht. Im Leben nicht. Außerdem sieht Full HD aus wie Kotze. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir wollen ja auch nicht wieder zurück in die Vergangenheit. Oh, ich bin, also ich hab, 3090 und ole ole. Ich habe mich so lange gegen 1440p gewehrt, ja. Also ich hab wirklich noch viele Jahre auf 1080p gespielt. Hab mir dann auch einen Acer Predator Monitor damals gekauft, der einer der ersten, die 240 Hertz konnten. Und ja, ich kann dir sagen, Shooter in so einer hohen Bildwiederholfrequenz zu spielen, das fühlt sich schon mal anders an. Aber also gut, für mich positiv. So, ne? Ich will jetzt, habe jetzt gar keine Lust auf die Diskussion mit, braucht man das, nutzt man das, wird man dann besser? So, nein, du hast nur bessere Hardware und es sieht flüssiger aus und es ist ein bisschen intuitiver zu spielen und so, ne? Aber also wenn die Spiele es unterstützen natürlich und du diese hohen Frequenzen halt aufrufen kannst, also die Bildwiederholfrequenzen, aber das war schon sehr geil. So, und dann habe ich mir die auch alles mit dem Stream-PC wohlgemerkt. Und dann habe ich mir aber diese 4K-Capture-Card geholt von Magewell, mit der ich dann auf 1440p auch direkt capturen konnte. Und habe dann erstmal angefangen, so Battle-Royale-Titel auf 1440p zu spielen. Was du da am Horizont für Details auf einmal erkennst. Vorher war da ein Pixel und jetzt sieht man, dass da eine Figur herläuft. So, also so Kleinigkeiten halt auch, ne? Und also denke auch, dass der Sprung zu 4K für viele Spieler jetzt schon drin ist. Also ich höre immer von immer mehr Leuten, die sich jetzt 4K-Hardware halt gegönnt haben oder gekauft haben, speziell auch Monitore. Ja. Und dass da auch, dass es auch durch hier diese Super Resolution von AMD und DLSS von Nvidia für viele auch möglich sein wird, die FPS nach oben zu drücken. Nicht in jedem Fall und bei jedem Spiel unterschiedlich, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ist auch klar. Ne? Aber das könnte auch wieder eine lustige Möglichkeit sein, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, das auch in 4K zu machen. Aber das sehe ich bei mir noch so gar nicht. So. Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja eine ganze Zeit lang einen 4K-Bildschirm gehabt, so, aber Linus Tech Tips hat gerade einen 48-Zoll-Monitor-like, Fernseher-like, so ein großes Display gezeigt. Mit, was waren das, 120 Hertz? Mhm. Er hat es nicht geschafft, ihn auf 144 laufen zu lassen, aber 120 Hertz mit Sync-Technologie, meine ich so. Ich habe das Video gestern erst gesehen. Aber prognostiziert der Verkaufspreis dann irgendwo so zwischen 1,5 und 2,000, ne? Und du sitzt halt vor so einer Mattscheibe. Ja. Alter Schwede. Für Shooter undenkbar. Aorus wollte doch auch so eine Dinger rausbringen. Ja. Aber da ist leider noch nichts weiter bekannt irgendwie. Ja, ach, am Ende des Tages, es gibt nicht viele Hersteller von den Panels, ne, so, und die können auch nur so viel produzieren, wie am Ende des Tages aus der Fabrik halt irgendwie rauskommt. Und ich meine, hey, das sind dieselben Panel, die dann auch am Ende in irgendwelchen Fernsehern drinstecken, oder? Ja, ja. Ja, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welcher Markt dann vielleicht ein bisschen mehr hergibt. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, mal gucken, ob da noch was passiert, so. Aber es, also hier zum Beispiel am Anfang, wenn du dieses Infinity da zusammenbaust, dann stehen die Bildschirme mal auf 60 Hertz und dann setzt du dich in dein Auto rein und dann fährst du da drin und denkst so, Alter, ich hab doch 90 FPS, what the fuck, was ist das hier? Hä? Was zum Teufel? Also ich habe ja jahrelang wirklich intensivst und sehr, sehr lange nur 60 Hertz gehabt und das hat für mich immer gereicht. Immer. Wenn ich mich da jetzt mit 60 Hertz reinsetze, denke ich mir so, nope. Ich habe letztens ohne Scheiß, ich habe meine ganze Grafikeinstellung runtergestellt, weil ich gedacht habe, das Spiel leckt. Ich habe alles in der ACC rumgestellt. Ich denke mir, was ist denn das für eine Scheiße? Ist doch alles so wie vorher. Ging doch vorher auch. Und dann habe ich überlegt, ach Scheiße, du hast ja deinen Rechner neu gemacht, musst du Infinity. Ah, ich muss aber auf 144 Hertz stellen. Okay. Ja. Fühle ich. Kacki. Fühle ich. Also ja. Ich bin zwar grundsätzlich eher High FPS als High Resolution, aber warum nicht beides? After all these years, why not both?
Nee, also ich muss sagen, Full HD willst du das da auch nicht fahren, so in so eine, das möchtest du halt wirklich nicht. Sieht halt scheiße aus. Ich habe der zweite PC hier vorne, da hängt quasi, das ist Full HD, ne? Der zweite PC hier vorne. Und um mal eben darauf zu zocken, super geil, ne? Also ich jetzt, wenn ich Besuch habe und so, da brauche ich auch nicht mehr und da will ich auch nicht noch den 1440p-Monitor wieder dranhängen. Das reicht mir dann schon. Das finde ich nicht verkehrt. Nee, das eine weitere Sache, die ich vielleicht mit Hardware jetzt noch gemacht habe, ist, ich gehe dann, ich hatte ich ja schon mal erzählt, ich gehe dann doch von dieser Marke, die leichte Fingerabdrücke hinten drauf hat, gehe ich wieder zu einem Android-Gerät wieder zurück. Das ist so ein Ding, womit ich mich gerade so ein bisschen beschäftige, aber das ist jetzt keine große Sache. Weißt du, da werden mal eben kurz ein paar Apps angemeldet und dann war es das. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich merke an allen Ecken und Enden, ich bin mehr ein Android-Typ, ganz ehrlich. Es sind so viele Kleinigkeiten. Ohne Scheiß, wir sind zu zweit hier. Ich benutze sehr viel die Sprach-zu-Texte-Eingabe, ne? Und wenn, also spätestens als das Wort Christentum bei mir erkannt wurde, bei, ich weiß nicht mehr, was ich Quest Run oder Quests oder sowas gesagt habe, und dann war für mich klar, okay, alles klar, Apple will mich einfach nur noch ärgern. Ja, also ich werde nicht richtig aufgenommen, ja, ist egal. Ich hätte mir alles aufschreiben sollen. Ich hätte mir immer alles schön markieren sollen, was nicht funktioniert. Okay, ja. Du bist ein kompletter Apple-Dude, ne? Weil einfach und alles greift schön ineinander. Ich habe letztes Jahr damit angefangen und bin drin. Also bin voll drin. Hab also Apple Watch, iPad Pro, MacBook, iPhone, Apple TV. Hackintosh, wobei das ist ja nicht ganz Apple. Aber ja. Ach so, EarPods habe ich auch. Ja, ich habe alles. Glaube ich, fast. Da bin also ich voll drin. Also die AirPods Pro, die großen Kopfhörer hast du nicht, ne? Nee, ich habe die zum Reinstecken. Mhm. Beste Kopfhörer, die es gibt. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist EarPods auspacken, aufklappen, in die Ohren stecken und das läuft. Fertig. Nichts machen, nichts einstellen, nichts verbinden. Funktioniert. Das Schönste an diesem Ding ist ja, ich weiß, es ist teuer. Es ist wirklich, wirklich teuer. Und ja, man kann viele Dinge mit Android machen. Das ist out of the box einfach die geilste Scheiße, die es gibt. Ist einfach so. Du machst dein fucking MacBook auf, du gibst deinen Account ein, das Ding fährt hoch, es ist fertig. Nichts machen, ist fertig. EarPods aufklappen, in die Ohren stecken. Sind das deine? Ja. Willst du? Die fragen dich nicht mehr. Okay, du kannst das nachher natürlich noch beschriften, aber die stecken in deinem Ohr und du bist fertig. Du machst dein iPad an. Du machst auf deinem iPad, machst du irgendwas und guckst dir ein Video an. Der Sound switcht automatisch auf dein iPad, auf dein MacBook. Egal, wo du hingehst, das Ding switcht immer automatisch mit. Einfach, also ich finde das persönlich großartig. Genauso wie telefonieren. Wenn ich einer anrufe, du kannst auf allen Geräten telefonieren. Alle. Mhm. Also ich kann mittlerweile sogar auf der Uhr annehmen und über meine Kopfhörer telefonieren. Und das ist für mich einfach so, wo ich mir gesagt habe, yo, es ist teuer. Aber für mich ist das einfach, meine Nerven werden geschont. Ich muss nicht irgendwelchen TÜNEF installieren. Schon alleine der Fakt, wenn nur ein einziges Gerät im WLAN ist, sind alle anderen auch im WLAN. Schon allein dieser Fakt nur ist für mich Gold wert. Weil wenn ich jetzt beispielsweise mit E-Guy irgendwo hinfahre und wir sind unterwegs oder wir sind im Hotel oder irgend so eine Scheiße, dann gebe ich einmal das Passwort ein, fertig. Alle anderen Geräte sind drin. Hotspot, ich muss auch keine Hotspots anmachen oder irgend so ein TÜNEF. Wollen Sie über Ihr iPhone ins Internet? Ja, fertig. Nichts anmachen, nichts verbinden, keine bescheuerten Passwörter eingeben. So, es funktioniert halt einfach so. Besteht da nicht dass die Gefahr, dass dir so viel Dinge aus der Hand genommen werden und du gar nicht mehr weißt, wie der Scheiß funktioniert oder was am Ende genutzt wird? Doch, weiß ich. Hm.
Das ist ja, also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal einfach, beispielsweise dein Hotspot, ne? Also mein Hotspot ist jetzt gerade aus. So, wenn ich jetzt aber aus dem WLAN rausgehe und das Telefon hat LTE. Und ich würde, also sobald das Telefon LTE hat und alle anderen Geräte kein WLAN haben, erst dann besteht die Möglichkeit, hierauf zuzugreifen. Musst du aber nicht. Ist trotzdem aus, aber es geht dann wieder an. Und es geht wieder aus dann. Und das sind ja, solange du das weißt, ist doch alles tippitoppi so. Ich verstehe, was du meinst. Also meine klassischen Beispiele, die mir jetzt direkt einfallen, haben nicht direkt was mit Apple zu tun, sondern eher mit den Apple-Entwicklern. Ich hatte dir schon mal davon erzählt, dass wenn ich die Twitch-App vertikal halte, dass der Bildschirm dann nur die Hälfte genutzt wird und man kann nichts mehr anklicken und dann hältst du es wieder gerade und dann stürzt die App irgendwann ab nach ein paar Sekunden oder sowas. Das habe ich jetzt sporadisch immer mal, ne? Und das wird wahrscheinlich ein Problem von der Twitch-App sein und nicht so dabei. Dann die Kiste mit WhatsApp, wenn du dir Sprachnachrichten anhörst, so, dass du das Handy erstmal so hältst, drückst auf Play, sprich mir die Sprachnachricht ab, es läuft über die Lautsprecher, du legst das Handy auf den Tisch, Stille. Es wird einfach angehalten oder es wird oft nur noch über die kleinen Lautsprecher für dein Ohr quasi angehalten. Das macht mich wahnsinnig. Aber na, das liegt aber daran, dass so oben ist der Sensor dafür drin, dass der abgedeckt ist dann. Wenn ich mein Handy flach auf den Tisch lege, dann ist der Sensor nicht abgedeckt. Keine Ahnung, bist du mit der Hand draufgekommen oder so? Nein, natürlich nicht. Ich habe das ja versucht zu replizieren und ich bin auch nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Das sind aber auch nur Anwendungsprobleme. Das kann man bestimmt ausschalten oder umgehen oder sowas. Ne? Aber ich stoße bei mir andauernd an Kleinigkeiten, die mich einfach wahnsinnig machen und die dann halt für mich für mich sind das dann Apple-Probleme. Und ja, die Hälfte der Probleme sind halt Anwendungsprobleme oder Nichtwissen. Ne? Ich habe auch erst was ein paar Sachen lernen müssen und verstehen müssen. Die Apple-Welt funktioniert halt ein bisschen anders als Android oder auch Windows halt. Und das ist ja auch gut so, ne? Und ich finde auch nach wie vor, das Ökosystem von Apple ist super. Da müssen wir nicht drüber reden. Genau wie du es vorhin schon gesagt hast. Das ist alles top. Das ist wirklich alles top. Aber ich gehe da jetzt wieder einen Schritt raus. Ich werde das Handy auch nicht verkaufen oder so. Ich werde das auch weiter benutzen. Auch alleine schon wegen so einer Sache wie der Epoch Cam. Weil zum Beispiel im Thema Kameras finde ich, dass auch Apple irgendwie gefühlt immer die Nase vorn hat. Ist einfach so. Und ich habe nur das Mini, ne? Bewusst. Ja, also andere Kameras mit weitaus mehr Megapixel sind nicht so gut in der Softwareverarbeitung, das stimmt. Ja. Schon richtig krass, ja. Ja, aber du, ist ja auch alles nicht schlimm so. Wenn Leute das nicht fühlen, dann fühlen die das halt einfach nicht. Es ist überhaupt nicht schlimm. Also wenn man solche Sachen hat, ich zum Beispiel lege mein Handy nie aus der Hand bei Sprachnachrichten. Nie. Also mir kann das gar nicht auffallen. Okay, klassisch. Ja, klar, klassisches Beispiel. Du setzt dich morgens auf die Toilette, denkst so, oh, Sprachnachricht von dem, drückst drauf, legst es auf den Sims hinter dir, weil du es hören willst, um die beiden Hände für andere Sachen frei zu haben und es geht halt aus. Weißt du? Das ist Nerv hoch 10, aber ne, ist egal. Ja. Ich muss mich nochmal mit jemandem unterhalten, bei dem ich letztens einen Livestream zugeschaut habe, der hat aus dem Auto gestreamt und der hat sich seinen kompletten Chat ungefiltert über eine App vorlesen lassen. Ich weiß nicht, ob das eine Android-App war oder eine Apple-App. Ich weiß, meine aber zu wissen, dass er das über ein Mac Mini hat laufen lassen. Also er hatte zwei Kameras eingebaut plus seine ganzen Overlays und so weiter. Und hatte auch sichtbar kein Display oder sowas offen. Also man hat nicht gesehen, dass er noch irgendwie ein Chat oder sowas auf hatte. Und hat Kopfhörer im Ohr gehabt und hat sich das alles vorlesen lassen. Und hat dann auch irgendwann gesagt, wenn zu viel im Chat war, so, ey Leute, das Ding, das verarbeitet jetzt die Chat-Nachricht nicht so, wie ihr das reinschreibt, sondern manchmal hat so das Gefühl, naja, das buffert ein bisschen oder das wartet ein bisschen, bis so ein paar Nachrichten kommen. Und dann lesen die alle nacheinander so vor. Ne? Da ist natürlich auch mal hart überfordert. Und das finde ich auch super geil, weil der auch in dem Fall jetzt, der Mac Mini, den kannst du natürlich erstens mit wenig Energie, in Anführungszeichen, halt betreiben. Zweitens bringt der eine super Qualität raus. Und drittens, was mich jetzt dabei interessiert, wie ist bei ihm die Verbindung im Internet gewesen? Also zum Internet, weil ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Hotspot über sein Apple-Handy war. Ich glaube, das wäre vielleicht so ein kleiner mobiler Router gewesen. Ist aber eine Eigenbaulösung. Ist eine komplette Eigenbaulösung. Ne? Nicht wie jetzt dein IRL-Backpack. Kannst ja alles machen. Geht ja. Also Mac Mini läuft ja. Kannst ja knallen. Ich nehme mal kurz eine Frage aus dem Chat. Kauft ihr sich jedes Jahr wieder das neueste Apple-Zeug, was kommen sollte? Oder kannst du warten? Nehme euch nicht. Was läuft, läuft.
Also meine Apple Watch ist, könnte eventuell mal ein Upgrade vertragen, aber nö. Was kann die neue denn besser? Die hat mehr Akkulaufzeit. Mhm. Und meine ist schon, also meine wird schon ziemlich arg penetriert, möchte ich sagen, durch diese ganze Sportnutzung und ich habe immer einen Kompass an und meine ist auch immer an, also meine ist nie aus, sondern der Display ist immer an. Das knallt schon ganz schön rein. Also die ist halt abends, ist die ist jetzt schon bei 49%. Wenn sie heute Morgen aber bei 100 war, ich meine klar, für eine Uhr ist das scheiße, wenn die nach einem Tag Nutzung bei unter 50% ist. Aber also ich hab damals, glaube ich, so die, ich sag mal, zweite Generation, so eine LG Watch Air oder sowas gehabt, oder erste Generation meinetwegen, da war das normal, ne? Du musstest das Ding abends auf die Ladeschale legen. Ich habe dann für mich aber schnell gemerkt, dass ich diese ganzen Benachrichtigungen und so weiter auf meinem Handgelenk gar nicht brauche. Am Anfang war alles an und habe auch immer darüber telefoniert und weiß der Geier was so, ne? Und später habe ich das echt nur noch für, keine Ahnung, Steuerung von Musik oder sowas benutzt. Ne, wenn du Musik auf dem Ohr hattest, mal eben weiter, musstest das Handy nicht rauskramen. Ne, so halt. Also für mich ist das super, wie sagt man, existenziell. Ja, für mich ist das super wichtig. Weil man hat eine sehr schlechte Angewohnheit. Und diese Angewohnheit sieht so aus. Und zwar den ganzen Tag alle Apps durchgucken, überall refreshen, Discord aufmachen und dann bist du niemals bei der Sache. Du bist nie bei demjenigen, mit dem du dich unterhältst. Und bei mir war es irgendwann so extrem, dass ich den ganzen lieben langen Tag nur noch das Telefon in der Hand hatte. Mhm. Und mit der Apple Watch habe ich mir das komplett abgewöhnt, weil wenn ich jetzt beispielsweise, wenn irgendeiner auf Twitter irgendwas liked und ich sehe im Handgelenk, okay, ist unwichtig, brauche ich nicht gucken, oder WhatsApp-Nachrichten reinkommen, so, brauche ich nicht gucken. Und das hat mir halt sehr geholfen, Menschen mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Weil ich denke, dass das ein großes Problem ist in der heutigen Zeit, dass man sich nicht mehr genug Aufmerksamkeit schenkt. Und ich zähle mich da selber auch dazu und ich habe das auch so gemacht. Und bei mir kommt alles reingeballert. Also wirklich bei mir geht alles über die Uhr. Also selbst mein Staubsaugerroboter sagt, er ist fertig. Und es ist halt angenehmer, das zu machen und wieder zurückzugucken, als das zu machen und immer auf dem Display zu gucken. Weil du schenkst halt demjenigen, der dir gegenüber ist, halt nicht mehr den Respekt. Ja, wie soll ich sagen? Also ich mache das natürlich komplett anders. nee, Spaß beiseite. Ich habe vor Ewigkeiten schon meine Benachrichtigung so komplett runtergedreht. Wenn Leute was liken, ist mir das egal. Wenn ich irgendwas irgendwo tweete und ich habe gar kein Interesse, jetzt in dem Moment zu diskutieren, dann gucke ich auch nicht auf Antworten. So, ne? Also auf meinem Handy kommen normalerweise nur so Sachen rein wie, du kriegst also auf einem bestimmten Postfach bestimmte Mails, die dann angezeigt werden und dann auch gar nicht so dumme Benachrichtigungen, sondern wirklich nur E-Mails. Solche Sachen oder WhatsApp-Nachrichten und so weiter. So, und da bin ich ganz dankbar, dass mich diese Benachrichtigungen erreichen. Ne? Also, ich muss aber auch sagen, zum Beispiel WhatsApp oder SMS haben normalerweise keinen Benachrichtigungston bei mir. Das vibriert nicht mal. Ja, da geht das Display kurz an. So, das heißt, wenn mein Handy so in meinem sichtbaren Bereich liegt, dann sehe ich das. Aber wenn es mich in dem Moment nicht erreicht, weil ich gerade sowieso dann jetzt hier in diesem Fall jetzt hier live bin, dann ist das halt auch okay. Gut, wenn ich jetzt das blöde WhatsApp-Web wieder aufhabe und habe vergessen, das Tab stumm zu schalten, weil ich dann das hier ganz normal eingebunden habe, also nicht eingebunden habe, sondern einen Browser aktuell wieder benutze, dann ist das halt so. Das finde ich jetzt auch nicht dramatisch, ne? Also bei mir kommt alles rein. So, wie gesagt, nee. für mich ist das essentiell. Doch, weil gewisse WhatsApp-Nachrichten sind für mich schon sehr wichtig und ich möchte die auch nicht ignorieren. Und gerade wenn du jetzt am Stream bist oder so, kannst du das halt für dich noch entscheiden, ey, muss ich ja jetzt hingucken. Also beispielsweise, meine nicht vorhandene Freundin würde mir irgendwas schreiben. So, dann bin ich der Meinung, 8 Stunden diesen Menschen warten zu lassen, ist nicht so cool. Wenn jetzt aber mein Management kommt rein und hat irgendwas super Wichtiges, so, dann habe ich das auf der Uhr, sehe das, also zumindest den Anriss davon und dann kann ich entscheiden, ey, okay, pass auf, ich stehe kurz auf, gehe raus und kümmere mich darum oder ich kann es ignorieren. Mhm. Und wie gesagt, diese Geste
ist immer noch besser, als die ganze Zeit das Handy in der Hand zu haben. Ja, ich verstehe ich, ja. Und ich sag mal, es passiert schon relativ viel so den ganzen Tag über, dass man das halt für sich auch filtern sollte. Und ja, es ist als Privatperson einfach einen sozialen Detox zu machen und nicht davon abhängig zu sein. Der Job eines Content Creators im Internet, der ein bisschen was machen will und erreichen möchte, der ist halt den ganzen Tag damit beschäftigt. Und das musst du dir halt irgendwie lernen, einzuteilen, dass du das vernünftig machen kannst. Ich hab das bei mir, dass ich an manchen Tagen einfach auch wirklich nicht gut multitaske. Ne? Also wenn ich dann im Spiel bin und da passiert was und dann habe ich den Chat noch dabei und dann kommen noch Nachrichten rein, das wird mir dann auch schnell mal zu viel. An anderen Tagen kann ich 10 Sachen gleichzeitig machen, aber heute war so ein Tag, da war wieder Oberkante irgendwas erreicht. Ne? Und da finde ich es dann gut, dass ich so meine kompletten Benachrichtigungen halt so minimiert habe, dass mich halt viele Sachen nicht erreichen in dem Moment. Und ja, klar, wenn in deinem Fall jetzt zum Beispiel Management oder ein Auftraggeber mal eben kurz dann da ist, der kurz was von dir will, dann kannst du den halt in deiner Pause, ne, zurückfunken oder was auch immer machen. So mache ich das ja auch oder ich versuche es zumindest. Manchmal kannst du auch direkt antworten, ne? Keine Frage. Das stimmt schon. Aber ich bin schon weit weg von jede Benachrichtigung, muss immer groß Sound machen und muss aufleuchten und so weiter. Das tut mir auch sehr, sehr gut. Ich habe gar keine Töne an. Also der einzige Ton ist der Telefonsound vom iPhone, alles andere hat keine Töne. Obwohl, ja. Weil der ist, also A, kommt es über die Uhr. Also es ist alles silent, auch meine Uhr ist silent. Wenn ich meine Uhr nicht trage, kommen die Sounds an, aber nur bis 22.30 Uhr, danach ist alles ruhig. Und dann wird auch nichts mehr angezeigt. Also das ist bei mir schon ziemlich strikt. Eine Sache ist aber auch mega geil, Alex, wenn du mit Apples Karten fährst, dann gibt es gewisse Vibrationen, die dir sagen, wann du von der Straße runter musst. Das heißt, du musst nicht auf dein Telefon gucken, wann du abbiegen musst, sondern es macht und dann weißt du, aha, in 500 Metern muss ich runter. Finde ich unfassbar sexy. Da muss ich aber gleich mal nachfragen, hast du keinen CarPlay, dass das auf deinem, du hast dein Auto, der bestimmt ein Display angezeigt wird? Ja, ich gucke aber gerne nach vorne, wenn ich fahre. Also ich möchte meine Augen nicht die eine Sekunde runternehmen, um auf den Display zu gucken. Und da ist die Uhr halt einfach so geil. Es wird leider nicht im Head-Up-Display angezeigt, was ist halt ein bisschen älter, das Ding, also das Auto. Weil da wird es wahrscheinlich gehen, aber ich möchte halt wirklich immer geradeaus gucken. Also das ist mir auch super wichtig. Ich gucke auch nicht, wenn jemand in meinem Auto sitzt und mit mir redet, gucke ich den nie an. Nie. Ich gucke immer auf die Straße. Mich macht's wahnsinnig, wenn ich sehe, dass Influencer immer wieder Insta-Stories aus dem Auto machen. Das macht mich wahnsinnig, bin ich ganz ehrlich. Finde ich auch nicht gut. Aber wenn man lang genug sucht, wird man bei mir auch mit erhobenen Zeigefingers irgendwas sagen können, was ich mache, was nicht so cool ist. Habe ich auch. Also definitiv habe ich auch. Davon möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Aber das von dir genannte jetzt mal, ob das jetzt bei der Navigation vibriert oder so, ich will jetzt gar nicht sagen hier, naja, aber Android kann das auch, aber Android kann das halt auch, ne, klar. Ja. Ich verstehe aber, was du sagst, für dich ist ein Riesenvorteil, dass halt alles schön nahtlos funktioniert, du musst dich um viel weniger Sachen kümmern und einrichten und machen und tun, bla bla bla, und das ist für dich einer der größten Vorteile von Apple, ja. Ich bin kein Fanboy, dass ich das jetzt aufs Übelste verteidigen muss, weil darum geht es nicht. Ich erzähle immer nur von meiner Experience. Wer was benutzen möchte, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ich hatte letztes Jahr, habe ich so ein Spleen gehabt und habe mir das iPhone und das Tablet gleichzeitig gekauft. Also bin in den Laden drin, habe das gekauft und mache das Telefon an und das Telefon fragte mich, möchten Sie Ihre Daten übertragen? Ich so, hä, was? Ich kannte das nicht. Also ich hatte davor hatte ich ein Xiaomi. Xiaomi Mi Mix 3 hatte ich. Und davor hatte ich einen OnePlus 2. Schon älter. Ey, ohne Scheiß, ich habe das Telefon hingelegt, habe mein altes Telefon daneben hingelegt. Ich habe gar keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ich habe wirklich keinen Dunst. Ich musste auf dem anderen Telefon gar nichts machen. Über sehr viele asiatische Server.
Ohne Scheiß, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Telefone hingelegt, habe okay gedrückt auf dem iPhone und nach, keine Ahnung, ich glaube 30 Minuten oder so, sagt das iPhone, wir sind betriebsbereit. Ich gucke da drauf, ist da alles drauf. Also außer jetzt ganz spezifische App wie die Trinkwasser-App. Ich weiß nicht, ob du eine Trinkwasser-App benutzt. Nein. Weißt du, was die Trinkwasser-App ist? Die sagt, also ich kenne das hauptsächlich aus dem Chat, ne? Es gab damals mal einen Chat für Twitch, der Chatbot, nee. Der. Nein. Die Trinkwasser-App ist die, wenn du aus Versehen ganz, ganz schnell mit 60 oder so fährst in einem 50er-Bereich, musst du ja ganz schnell was trinken. Verstehst ja. du? Ja, verstehe ich. Getränke-App. Genau. Solche Sachen halt. Und das war für mich einfach so. Obwohl Android das mittlerweile scheinbar auch kann so, aber ich kannte es halt nicht. Und das, der Witz an der ganzen Sache, du konntest das iPad auch noch daneben legen und der hat alle Dinge gleichzeitig eingerichtet. Und das war für mich so geil. Geil. Das, ich finde sowas einfach großartig. Genauso wie mit dem Apple TV. Den machst du an, der sagt dir, sind sie auf dem Handy eingeloggt? Du drückst okay. Alles fertig. Mega geil. Einfach in jedem Account drin, musst du schmachen, außer ja, bestätigen, das bin ich, meine Identität und dann und fertig. Einfach 10 von 10. Sag ich dir so, wie es ist. Klingt gut. Klingt sehr gut. Ja, also, klar. Wir kennen alle dieses Rumgeruder auf diesen komischen Scheiß-Tastaturen. Oder dass du dein Handy zum Beispiel, finde ich auch mega geil, kannst du bei deinem Handy. Du hast ja deine Fernsteuerung, die du so oder so hast. Und er fragt dich jedes Mal, wenn du in dieses Textfenster gehst, kriegst du eine Benachrichtigung auf dem Telefon, wollen sie sich das einfacher machen und über die Telefontastatur tippen. Puh. Mega geil. 10 von 10. Nichts mit rumrudern oder dies, das, sondern und fertig. Next Level. Verstehe. Ist also, ich kenn's, ich hab's vorher so noch nie kennengelernt und die Symbiose aus allen den Produkten, es ist teuer, also es ist mega teuer und vergleichsweise werden andere Produkte das wahrscheinlich auch können mittlerweile, weil sich ja mehrere Firmen jetzt Ökosysteme aufgebaut haben, wie halt Google selber auch. Ist für mich abgespaced. Ist geil. Ist mega. Hammer. Schön. Hammer. Aber schweineteuer halt, ne? Also warum eine MacBook so teuer ist, weiß ich bis heute noch nicht. Keine Ahnung. Also die neuen, die haben schon ordentlich Zunder, aber ich sag ganz ehrlich, für ein bisschen Arbeitsspeicher mehr, so viel Kohle hinlegen, also das sehe ich halt auch einfach mal gar nicht ein. So, da bin ich raus. Ne? Kann ich nachvollziehen. Könntest du dir vorstellen, in einem, Laden zu arbeiten und die Apple-Produkte, anzupreisen oder Menschen das schmackhaft zu machen? Ja, warum nicht? Also ich benutze sie ja. War das eine Frage aus dem Chat? Vielleicht. Naja, also ich sag's mal so, es ist halt meine Experience. Apple ist ganz oft so, ist meine Wahrnehmung in der Online-Szene so hier bei Twitch nicht so gern gesehen. Was warum? Ja vollkommen legitim ist. Ja, weil es zu teuer ist. Und viele Menschen nicht so weit bei Apple reingehen, dass sie verstehen, warum das so teuer ist. Weil für mich ist der Preis einfach gerechtfertigt, dass du die Scheiße out of the box, es funktioniert alles miteinander. Und du hast out of the box, hast du dein Office mit dabei, du hast ein richtig starkes E-Mail-Programm mit drin, du hast dein FaceTime mit drin, was umsonst ist, die ganzen iMessage-Kram, so hast du. Du kriegst halt wirklich eine Rundum-Experience, die halt nicht günstig ist, aber du hast halt alles drin. Und deswegen kostet halt so viel Geld und viele sagen halt immer, ja, Android geht das auch. Ja, klar geht's bei Android auch. Natürlich. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe in Apple reingelunzt und ich verstehe, was daran gut ist und toll ist. Für mich funktioniert's nicht. Ich bin da. Also das wird mein einziges iPhone jetzt erstmal bleiben die nächsten Jahre. Ist ja auch vollkommen legitim. Also ja. Muss ja auch nicht jeder kaufen. Also ich habe meine Android-Experience gemacht und Bluetooth-Kopfhörer jedes Mal Bluetooth auswählen, dies, das, Ananas, so finde ich halt nicht geil. Ich mache die Packung auf, stecke mir die in die Ohren und dann bin ich fertig. Punkt. Nichts mit anmachen, ausmachen.
das ist für, ganz ehrlich, für mich ist sowas schön und dafür gebe ich gerne so viel Geld aus. Punkt. Fertig. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich sehe noch etwas anderes aus dem Chat, den ein Herr R.fUnix gerade gepostet hat. Ich möchte das noch einmal ganz kurz hier für alle vortragen. Aber leider geht es gerade nicht, hier einzutragen bei mir, wie ich das gerne hätte. Kennst du das, wenn du so Sachen benutzt wie Feature Chat und dann funktioniert der Scheiß nicht? Was ist Feature Chat? Dass man hier so Sachen in seinem Overlay anzeigen lassen kann. Achso, nee. Was möchte er machen? Ein Freund von mir hat sich mal bei Apple beworben, ist wie eine Sekte, er hat die Unterlagen mitgenommen, durfte man nicht. Was sie da einem eintrichtern wollen, das ist schon heavy. Ja, dann halt. Gehst du zu Google, gehst du zu Samsung, dann gehst du zu Huawei oder sonst irgendwo und das ist nicht anders. Das denke ich auch, dass so, sobald eine Firma eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist man da erstmal überkritisch und ich will das nicht verteidigen, mir ist das relativ Latte, aber ich denke, das wird bei jeder anderen größeren Firma auch so sein. Okay, also ich weiß, dass diese Punkte kommen. Ich lese gleich mal einen vor. Dann weißt du sicher auch, was ein iPhone in der Herstellung kostet und wie es über den Ladentisch geht. Also da geht nichts mit Qualität und Service zu tun und so weiter. Doch, das ist Maga, du kannst dir jedes Samsung-Telefon nehmen. Jede große Firma, selbst OnePlus ist mittlerweile... Das ist die günstigste Scheiße in der Produktion und es wird schweineteuer verkauft, weil überall Flagship-Stores unterwegs sind, Menschen angestellt werden, riesiges Marketing drin ist. Und du kannst dir natürlich ein Xiaomi-Telefon kaufen, aber auch Xiaomi werde ich meinen Arsch drauf, nachdem sie jetzt Stores aufgemacht haben, wären auch wieder teurer. Und so funktioniert jede verfickte große Firma. Jede. Du kannst dir ein Nike-T-Shirt kaufen für 200 Euro, da bezahlst du Nike. Kannst du aber auch bei Kick kaufen für 5 Euro. So funktioniert jede Firma. Und dieses Argument zu sagen, oh, das hat jemand geleakt, wir wissen alle, wie teuer ein iPhone ist, aber ich kaufe mir auch EarPods und weiß, dass sie für 5 Euro in China produziert wurden. Weiß ich. Dessen bin ich mir ganz klar bewusst. Deine Sony-Kopfhörer, by the way, auch. Oder alles andere, was auf deinem Schreibtisch steht, was irgendwas mit Elektronik zu tun hat. Dieses Argument ist überhaupt nicht valide. Also an gar keiner Stelle. Vielleicht kannst du dir einen Raspberry Pi kaufen und der hat wahrscheinlich noch vielleicht einen fairen Preis. Aber mit fairen Preisen, da musst du dir dann schon ein Fairtrade-Phone kaufen oder sowas. Ansonsten ist diese Argumentationskette, wenn du an dir runterguckst und auf deinen Schreibtisch guckst, absoluter Quark. Punkt. Period. Xiaomi ist schon teurer geworden, als sie offiziell in der EU sind. Richtig. Xiaomi war früher, also zum Beispiel ein Xiaomi Mix hat am Anfang, das war ein richtig krasses Telefon mit 128 GB RAM, 40 Megapixel Kamera, vorne über 20 Megapixel drin, ich glaube sogar 8 GB RAM und interner Speicher und das hat gekostet 300 Euro damals, die EU-Version. Und mittlerweile bezahlst du fürs Flaggschiff-Telefon von Xiaomi 800 Flöten. Und Gnade uns, nee, nicht Gnade uns, das ist das Falsche, wir werden nächstes Jahr für die nächste Episode 900 zahlen und dann sind wir bei 1000. Und das sind die Marketingkosten. Und das könnt ihr bei jeder Telefonmarke könnt ihr das sehen. Guckt euch OnePlus an. OnePlus ist über die Jahre immer teurer geworden. OnePlus ist immer größer geworden. OnePlus ist immer größer geworden und die Telefone sind immer teurer geworden. Das ist ein ganz normaler Prozess beim Wachstum einer Firma, dass sie langsam und kontinuierlich ihre Preise immer anziehen. Absoluter Quatsch, deine Aussage. Alles über, alles über einen Tisch zu ziehen. Dazu hast du Apple auch nur ein Jahr Gewährleistung. Von Herstellung 250 Euro bis zu 1200 bis 1000 Euro Ladenpreis ist wohl krank. Aber jeder, wie er mag. Dein Samsung-Telefon ist genauso teuer. Dein Xiaomi-Telefon kostet mittlerweile 800 Euro. Die ganzen Telefone sind so teuer, außer du nimmst dir, sag ich mal, einen relativ unbekannten Hersteller. Ein Huawei-Telefon hat früher auch 800, 900 Euro gekostet. So. Und die Dinger kosten alle in der Produktion nichts. Deine Grafikkarte kostet in der Produktion nichts.
und die Gewährleistung von einem Jahr, dann geh mal in deinen Apple-Laden und dann guck dir mal in dein Konto rein, wie viele Apple-Produkte du hast, und der küsst dich und macht dir das trotzdem wieder heil. Das ist totaler Quatsch. Es ist wirklich totaler Quatsch. Du kannst darüber hinausgehen, und das ist zum Beispiel mit meinem MacBook ist das passiert. Mir ist O-Saft da reingelaufen und es war 2 Jahre alt. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ey, sorry Leute, ich habe da leider O-Saft reingekippt und meine 1-Taste funktioniert nicht mehr vernünftig. Alles klar, Herr Dissinken, wissen Sie was, wir gucken mal schnell rein. Dann hat er gesagt, hier, dein Produkt war 2000 so und so, hatten wir leider einen Produktionsfehler, zwinker, zwinker, hat das Ding mitgenommen, hat das Ding heil gemacht, habe ich wieder zurückgekriegt und fertig. Das ist völliger Bums, und das hast du auch in jeder Firma. Du hast diese Scheiße in jeder Firma. Du kannst immer an den Falschen geraten, der dir das nicht vernünftig macht. Und dann zu sagen, sie ziehen dich über den Tisch, ja, dann ist das, tut mir leid, einfach weltfremd. Weil dein scheiß verficktes Nike-T-Shirt oder deine Hugo Boss-Unterhosen werden auch von Kinderhänden in anderen Ländern produziert. Getragen wird es trotzdem. Nicht, dass du das jetzt machst, aber dann bist du halt leider wirklich ein bisschen weltfremd. Dann bist du wirklich weltfremd. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was sollte man sich denn als Alternative dann holen? Jetzt, wenn man bei dem, nennen wir es jetzt mal, High-End-Smartphone-Segment bleiben. Also mir fehlt da sämtliche Übersicht, weil ich Handys super langweilig finde, und das kommuniziere ich auch genauso. Gibt es eine Marke, die das möglichst transparent und fair macht? Also ich weiß, ja, dass es das Fairphone gibt. Genau, es gibt Fairphone. Weiß, dass es das Fairphone gibt. Da gibt es genauso viel Kritik wie Leute, die sagen, hey, das ist die Zukunft. Ich meine, das Fairphone ist doch dann in Anführungszeichen nur das Telefon, das möglichst fair produziert wird. Also sprich, das auch seinen Preis hat, weil Menschen besser dafür bezahlt werden, richtig? Genau. Wir reden nicht über die modulare Version. Es gab ja auch nochmal ein modulares Telefon. Und da gab es immer wieder neue Versionen oder beziehungsweise neue Firmen, die das versucht haben, auf den Markt zu bringen. Und die scheitern mehr oder weniger alle an dem Markt, sage ich jetzt mal. Ja, weil du da nicht reinkommst. Weil sich keiner kauft. Verstehst du? Menschen googeln nach einem Xiaomi-Telefon und kaufen sich für 190 Euro einen richtig fetten Apparat und denken sich, wunder, was sie sich da für ein Schnäppchen gemacht haben. Ja, Prost Mahlzeit. Willkommen. Du hast nämlich genau an derselben Bude, wo Apple seine Sachen machen lassen hat, hast du dir jetzt ein Telefon gekauft. Und das ist nur so günstig, weil da kein Flagship-Store ist. Und nach Xiaomi wird die nächste Marke kommen. Weil das jedes Jahr aufs Neue oder der Handymarkt oder dieser ganze Elektronikmarkt funktioniert schon seit vielen, vielen Jahren so, dass du super günstig einsteigst. Und dann etablierst du dich langsam, sodass die Leute nur von dir schwärmen, wie bei Xiaomi. Wie viele Leute haben sich Xiaomi gekauft und sich die ROMs runtergeladen, die EU-ROMs, und haben die da raufgemacht und haben die Telefone geflasht. Dann kam endlich eine EU-Version. Also du hast ja jetzt, binnen 2 Jahren hast du einen unfassbar großen fucking Preisanstieg bei Xiaomi, weil sie sich dann jetzt auch endlich mal einen Flagship-Store in der EU aufgemacht haben. Und ich glaube, in Deutschland wird sowieso auch noch ein Shop aufgemacht. So, und die Leute denken, Moment, da greife ich eben ein. Den ersten Shop gibt es schon, und der zweite Xiaomi-Store macht jetzt in Köln auf. Also in Deutschland gibt es den ersten. Okay, Entschuldigung. Genau, so. Und am Ende des Tages produzieren die alle in derselben Bude. Die produzieren alle in derselben Bude ihren Scheiß. Ja, mich brauchst du nicht überzeugen. Das ist mir bewusst. Nee. Na, es geht aber einfach darum, dass Menschen halt immer sich irgendwas aus den Finger leiern, um halt irgendwie einer anderen Marke zu schaden. Ey, du kannst die nicht cool finden. So. Ist vollkommen in Ordnung. Aber dir sowas aus den Finger zu saugen, aufgrund von irgendwelchen Leaks oder so, oder was auch immer, Arbeitsbedingungen sind scheiße, dies, das, Ananas, hast du in jeder Bude. In jeder. Nur die eine Bude weiß, wie sie das besser verschleiern kann, und derjenige dann ruhig bleibt und die andere nicht. Weil am Ende des Tages sollten wir die ganze Kacke sowieso nicht kaufen. Und da sind wir uns alle einig. Da sollten wir keine Grafikkarten mehr kaufen, keine Computersachen mehr. Naja, es ist überall genau dieselbe Kacke. Was meint ihr denn, warum so nicht solche Preise da zusammen zustande kommen? Am Ende bezahlst du dann die Marke, das Marketing, die Angestellten dazu und dann natürlich noch den Cut, der dazu kommt. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass Apple jetzt uiuiui so schlecht ist. Bagger, dann guck dir Google an, kannst du bei Samsung, kannst dich wirklich tot googeln nach der Scheiße. Und da findest du zu jeder Firma, findest du irgendetwas, wo sie Dreck am Stecken haben. Du hast Amazon noch gar nicht genannt. Amazon? Na, Amazon, hier, pass auf, Story von Amazon.
Amazon hat zum Beispiel in einem Außenlager im asiatischen Raum, ich weiß nicht genau welches Land, ich kann das nachher gleich gerne nochmal raussuchen, hat Amazon keine Klimaanlage eingebaut in das Außenlager, weil es günstiger ist, jedes Mal einen Arzt kommen zu lassen, als eine Klimaanlage da einzubauen. Ja, boah, echt jetzt? Kein Shit. Scheiße. Kein Shit. So. Und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt sitzt du vor deinem Schreibtisch an der Stelle, okay? Und dann denkst du so, auf was möchtest du verzichten? Maga, du kannst auf fast alles verzichten. Du kannst auf dein Auto verzichten, weil da sind die ganzen Sachen drin. Du kannst selbst bei der Deutschen Post, kannst dich mal mit dem Postboten unterhalten, von DHL, das ist genau dieselbe Kacke. Und die Unternehmen sind, wir sind im Kapitalismus gelandet, im Endstadium des Kapitalismus ist, Leute wollen immer mehr Gewinn machen und sie wollen, Menschen wie wir wollen das immer schneller haben, die müssen das gewährleisten, wollen aber trotzdem Gewinn machen und am Ende, sage ich es jetzt einfach salopp, ficken wir uns selber in den Arsch. So. Und deswegen kannst du halt, du kannst auf Apple zeigen, kannst auf Mercedes zeigen, kannst auf Volkswagen zeigen, du kannst auf jede große Firma auf dieser Welt kannst du mit dem Finger drauf zeigen, weil die sind nicht ohne Grund so reich geworden und nicht, weil sie super nett sind. Und super toll zu ihren Angestellten. Ne. Weil das ist wirklich, das, da muss ich dann wirklich sagen, tut mir das leid, bist du weltfremd. Wenn du das glaubst. Außer du kaufst dir ein Fairphone, wo es nachweislich, glaube ich, sogar in den Papieren drin steht, wenn du es kaufst. Ja. Aber dann hast du nicht das Neueste vom Neuesten und irgendwas, was in irgendeiner Form genauso funktioniert. So. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Du würdest gerne noch 30,90 für deinen Rig, habe ich gehört. Nee. Nee, mach ich nicht. Nee, also ja, hätte ich schon. Also, aber jetzt gerade nicht, nee. Aber auch nur, weil dieses Surround-Ding. Nur deswegen. Ja, klar. Möchtest also, du gleich mit mir deine 3090 tauschen und ich gebe dir die 6800 und wir tauschen mal auf unbestimmte Zeit zum Ausprobieren? Das wird aber auf gar keinen Fall passieren. Das ist natürlich schade jetzt, war ein Versuch wert. Dieses unbestimmte Zeit hat mich dann doch ein bisschen gekillt. Nein, Spaß beiseite. Also ich, ich sag jetzt mal, dieses Handy in den Markt schubsen, Leute anlocken, Leute finden das cool, dass du halt einen Flagship-Killer anbietest für einen günstigen Kurs und die nächste Version wünscht sich die Community dann ein bisschen stärkere, schnellere Hardware und sie sind auch bereit, was dafür zu bezahlen und das läuft dann so 2-3 Jahre, das Spielchen und auf einmal kostet OnePlus nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, 300-400 Euro, sondern halt eher so 600-800 Euro und dann wird irgendwann die 1000er-Marke geknackt. Ich habe das erlebt bei den Pixel-Handys und bei der Nexus-Serie von Google, also vor den Pixels und bei OnePlus. So, und die anderen Firmen machen das genauso gleich. Da muss man nicht drüber nachdenken, da muss man auch kein Hellseher sein dafür. Und das Schöne ist ja, die Leute sind ja bereit, das dann zu bezahlen. Ne? Weil du bist ja dann Fan der Marke, du hast ja Bock dann darauf, du willst ja das neueste Produkt dann wiederum haben. Ne? Ist ja scheiße, wenn du noch eins vom letzten Jahr hast. Das ist dann halt Kapitalismus, stimmt schon. Ich mach's halt nicht. Ich kaufe mir halt ein Telefon und das habe ich dann, keine Ahnung, 3 Jahre, bis ich sage, okay, jetzt wird's mal wirklich Zeit. So. Fertig. Ich habe meine ganzen alten Telefone sind alle noch im Umlauf. Ich habe mein Huawei Mate 8 Plus, liegt draußen im IRL-Rucksack. Das läuft schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Ist immer noch in Benutzung. Alle anderen Telefone gebe ich immer weg, benutzen Leute immer noch. So. Was halt schlimm ist, also was ich persönlich heutzutage immer sehr schlimm finde, ist diese kriegerische Auseinandersetzung wie jetzt gerade. Die ist halt wirklich schwachsinnig. Es ist halt überflüssig. Es ist überflüssig. Also wenn du dir wirklich, der eine liegt halt mehr als der andere, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich, ja, alle, also wirklich, selbst Alex und ich, wir haben Dreck am Stecken. Alle. Vielleicht. Also wenn du irgendwo auf der Insel lebst, ganz für dich alleine in einem Papphaus oder so, dann magst du wahrscheinlich irgendwie anders sein. Das ist die Zeit.
aber mein Dreck riecht nicht so. Mein Dreck riecht nicht so? Nee. Weil, naja, der Dreck bei Apple und Samsung riecht auch nicht so. Oh, da könnten wir jetzt wieder drüber diskutieren. Nee, wieso? In der Öffentlichkeit, meinst du, Geld stinkt nicht? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Um noch einmal ganz kurz das Handy-Thema aufzugreifen, ich habe es auch vorhin in meinem Chat gelesen. Ich fand es damals. Das war Ironie und makaber gemeint, okay? Du hast bei ein paar hundert Leuten im Chat hast du immer diese 1-2%, die das dann auch für bare Münze nehmen. Das macht schon Sinn, das nochmal zu korrigieren, ja. Ja, weil das schon eine ziemlich harte Note war gerade. Ja. Ich fand das bei den Handys so beschissen, dass es keine Wechselakkus mehr gab und dass der Trend bei vielen Herstellern dazu ging, dass man auch keine Speicherkarten mehr einbauen konnte, keine Micro-SD-Karten oder sowas, um seinen Speicher selber hochzupushen. So, weil es ja viel cooler ist, ein eigenes Gerät anzubieten mit mehr Speicher und dann kannst du halt, ne? Ja, solche Geschichten. Guck mal, das ist ja, du nimmst dir jetzt einfach mal Apple als Vorreiter. Deswegen hassen so viele Leute Apple, okay? Mhm. Sie waren, glaube ich, mit die Ersten, die einen internen Akku eingebaut haben, dass du es nicht mehr wechseln kannst. Was haben alle gemacht? Alle sind hinterhergegangen. Wenn du noch mal ein paar Jahre... Entschuldigung, ja. Wenn du noch ein paar Jahre zurückgehst bei den Apple war für mich immer eine Marke, die stand bei so Designfirmen und bei so Belichtungsstudios und sowas, also die viel so mit Grafik und so weiter zu tun hatten, ne? Und dann stehe ich so vor dem Computer, ne? Und er hat mir da ganz, ganz toll erzählt, hier, neue Apple, bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, was für eine Kiste das war. Und ich so, wo ist denn das Diskettenlaufwerk? Ja, Steve Jobs hat das raus, der sagte, wir brauchen das nicht mehr. In ein paar Jahren hat das eh keiner mehr. Und da hat Apple schon mal komplett drauf verzichtet. Es gibt keine Diskettenlaufwerke mehr. Wir haben jetzt alle CD-ROMs. So, ja. Das war so ein bisschen so diese Vorreiterrolle. Und auf dem PC, also auf dem nicht iOS, sondern, iOS, das ist macOS, Entschuldigung, auf dem ganz normalen MS-DOS hast du halt natürlich noch ein Diskettenlaufwerk dann jahrelang benutzt, weil du noch den ganzen Scheiß halt brauchst für deine Arbeit und für Spiele und weiß der Geil was so. Und Überraschung, Disketten sind auch ausgestorben. So, also die waren schon immer so ein bisschen so dieses, früher zumindest dieses Vorab. Na, und ich hab wie viele andere auch natürlich so die eine oder andere Doku zu Herrn Jobs gesehen. Da gab es eine so eine Szene, die war für mich sehr ausschlaggebend. So, als sie dann diese MP3-Player entwickelt haben, wie heißen die nochmal? Nano und so weiter. iPod. Den iPod, ja. Und ja, nee, der ist nicht klein genug. Guck mal hier, ich schmeiß den in das Aquarium, da kommt noch Luft raus. Da könnt ihr noch Platz einsparen. So, keine Ahnung, ob es wirklich so passiert ist, aber. Ja, sehr geil. Ich meine, früher war das noch. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so innovativ, muss ich sagen. Klar, natürlich nicht. Also ich meine, du erfindest halt das Rad auch nicht mehr neu. So. Ich meine, was soll da noch kommen? So. Was? Battlefield 2042 wird den Shootermarkt revolutionieren. Freue ich mich übrigens sehr drauf. Wird schön. Ich soll dir eine Frage stellen aus dem Chat, ob du die App Health Data Server für den Puls benutzt. Warte. Hybrid heißt das Ding. Hybrid heißt das Ding. Ja, das gibt's, das kann man bei Dings hier kann man das sehen. Da gibt's so einen Link zu. Warte, ich suche euch das schnell raus. Und auch die ersten, die kein Ladegerät und Kopfhörer mehr drin hatten. Also ganz ehrlich, diese Ladegerät-Debatte finde ich ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite bin ich jemand, der auch immer alle möglichen Ladegeräte zu Hause hat und einen damit totschmeißen kann. Auf der anderen Seite unterstützen neue Handys meistens neue Schnellladefunktionen. Ergo muss man sich die Kisten dann doch wieder kaufen, wenn man diese Schnellladung halt haben möchte. Was dann wiederum natürlich ein bisschen bekloppt ist, weil du auf der einen Seite natürlich den vollen Preis für dein Handy bezahlst und auf der anderen Seite dann nochmal für das blöde Ladegerät. Aber ich glaube, so für die Masse an Usern ist das gut, dass man nicht das 10.000. Paket Kopfhörer in der Schublade liegen hat und noch ein Ladegerät mehr halt irgendwie hat. Weil, jetzt mal ohne Spaß, ich habe von Apple auch dieses MagSafe-Ladeding, also dieses induktive Laden, ja. Ich habe speziell das 12 Mini, glaube ich, in den letzten halben Jahr dreimal per Kabel geladen. Also hier zu Hause meine ich jetzt, wenn ich es nicht im Auto angesteckt habe, ne? Und das ist langsamer. Und das ist mir egal, weil du legst es drauf und gut ist. Ne? Ich bin auch kein User, der sein Handy über Nacht lädt. Also wenn ich morgens irgendwie einen Termin habe und bin außer Haus, dann gehe ich, wenn ich das Handy weckt mich, ich werde wach, ich gucke drauf, ich mache den Wecker aus,
Alles klar, ich gehe ins Bad, mache mein Ding, stecke das vorher den Stecker ran und dann habe ich genug Saft und komme über den Tag. Aber ich bin auch keiner, der dann den ganzen Tag unterwegs ist und ich habe eine Powerbank dabei oder kann es im Auto laden und so weiter. Also ich habe dann meine 100%. Ne? Ich verstehe, dass das der Bedarf da ist. Ne? Also bei mir lädt es halt über Nacht auf Ladestation. Ja. Aber nochmal, um auf das Thema mit den Ladegeräten zurückzukommen. Am Ende des Tages ist es eigentlich scheißegal, wie du dich entscheidest, weil es wird immer beschissen aussehen und gut aussehen. Nehmen wir mal das Ladegerät. Es sieht gut aus für die Allgemeinheit, weil du verbrauchst weniger Ressourcen, um das da reinzupacken. Das heißt, in Japan werden mal 350 Millionen weniger davon hergestellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass Apple damit mehr Geld macht. Kopfhörer ist genau dasselbe Ding so. Am Ende des Tages sind diese ganzen Moves ganz cool, aber sie sind auch wieder scheiße. So. Und wenn du jetzt mal Beispiel Ladegerät nimmst, wer hat denn heutzutage kein perfektes Ladegerät zu Hause? Also, weil das ist doch argumentativ, ist das doch richtig schwach. Natürlich wird Apple da noch mehr Geld dran verdienen, aber ich sag's euch so, wie es ist: Hallo Peng, Samsung wird dieselbe Scheiße machen. Xiaomi wird dieselbe Scheiße machen. Die werden alle dieselbe Kacke, weil sie werden alle dieselbe Scheiße machen. Ja, sind sie doch gerade schon dabei, dass genau das passiert. Ja, genau, siehst du. Weil am Ende des Tages muss ich halt einfach einer trauen, noch mehr Knete zu machen. Und das irgendwie in irgendeiner Form einigermaßen vernünftig zu verpacken. Und ich sag's euch so, wie es ist, der nächste Move wird, dass da nur noch ein Telefon drin ist. Mehr ist da nicht mehr drin. Anstelle von? Na, da wird keine Bedienungsanleitung mehr drin sein. Obwohl, doch, das muss sein wegen rechtlicher Hinweise. Das muss drin sein wegen rechtlicher Hinweise. Die müssen da drin sein. Ist Pflicht. Aber du wirst nicht mal mehr ein Kabel da drin haben. Ich sag's euch so, wie es ist. Das nächste oder übernächste iPhone wird nicht mal mehr ein Kabel drin haben. Und wisst ihr auch warum? Weil wofür dann auch? Wir haben alle 3 Milliarden davon. Und Samsung wird dasselbe machen. Und Samsung wird dasselbe machen. Und jegliche andere großen Buden machen das auch. Und es wird immer weniger, weil warum sollen die auch, also ganz ehrlich, und da möchte ich sie nicht in Schutz nehmen, natürlich wollen sie A, Geld machen, logischerweise, und sparen sich dadurch 2, 3, 4, 5 Euro, aber warum sollen die auch Unmengen an Kupfer da reinstecken? Das ist ja am Ende, ist es ja eigentlich auch cool. Und da können wir jeden x-beliebigen Hersteller für Kabel nehmen, beispielsweise. Oder, nee, nicht Kabel, sondern Telefone oder Laptops oder sonstiges dergleichen. Warum? So ist genauso wie in Grafikkarten mittlerweile auch keine Grafikkartenadapter mehr drin sind. So wie früher. Früher gab es noch den SCART-Adapter gab es noch dazu. Und den SVGA-Adapter. Da war alles mögliche Scheiß drin. Heute kriegst du nur noch eine Grafikkarte. Darüber regt sich auch kein Mensch mehr auf. Weil der Bedarf einfach zurückgegangen ist. Also genau. wenn man das mal so sieht, am Anfang haben die Hersteller so, ich sag jetzt mal so ein American Way gemacht, so nach dem Motto so, hey, Full Service, ne, du kaufst das Produkt bei uns und du kriegst alles, was du dafür jemals brauchen kannst, damit dazu, ne? Eine Fernbedienung, den Adapter hier, das Kabel, bla bla, dies, das, jenes, bla bla bla. Du sollst einfach nur die Klappe halten und zufrieden sein, so, ne? Und du musst dir eben die Sachen nicht einzeln dazu kaufen. Und jetzt wird wieder so dieser, der Greenway, Greenwashing betrieben, so, ja? Du hast, wie du vorhin schon sagtest, ne, das wird einfach mal das Ladegerät rausgenommen und gib ihm so. Oh, ich lese gerade was. Das übernächste iPhone wird sowieso kein Port für ein Kabel haben. Ich sag's euch so, wie es ist, genau das wird passieren. Das Ding wird einfach irgendwann glatt sein und du kannst nur noch deine SIM-Karte reinstecken. Und nicht mal das mehr, weil es nur noch eSIM gibt. Mark my words, wartet 1 Jahr oder 2 Jahre, die Dinger sind komplett dicht und dann ist da dran alles nur noch wireless. Weil die ganzen, die MacBooks, die sind mittlerweile, die haben auch schon fast keine Ports mehr dran. Und die werden immer weniger. Weil A, USB-C wird immer stärker. Das war übrigens, den Move habe ich auch nicht verstanden, warum Apple immer noch Lightning benutzt am iPhone. Das habe ich noch nie hinterfragt, aber das finde ich ein bisschen weird. Ich sage aber, nichtsdestotrotz, in 1 oder 2 Jahren sind die Dinger komplett dicht. Und dann gibt es nicht mal mehr einen SIM-Karten-Tray. Weil du dir dann eSIM holst. Ist wirklich so. Ist ja jetzt schon der Fall. Guck mal, bei dem Elfer, also bei mir bei dem Elfer, ich habe 2 SIM-Karten drin, aber eine ist eSIM. So, am Ende kannst du sagen, ey, wir haben weniger Rohstoffe verbraucht dafür. Ihr verbraucht weniger Rohstoffe am Ende. Wir tun was für die Erde. Ist das eine Argument. Und auf der anderen Seite machen sie sich damit, machen sie halt übelst viel Knete. Es wird passieren. Die Dinger werden dicht sein.
Also da ist nichts mehr mit das hier. Da ist nichts mehr mit reinstecken. Und das werden die anderen Buden auch so machen. Da könnt ihr euch jetzt schon seelisch und moralisch drauf vorbereiten und euch Wireless-Kopfhörer kaufen, weil das kommt. Dann ist auch nichts mehr mit Dongle unten reinstecken. Ich sehe, dass Apple dann ein zweites kleines Gerät hat, so ein Adapter. Das Handy kommuniziert dann mit dem Dongle-Adapter und an den kannst du dann wieder alles anstecken. Genau. Und die Leute werden sich alle diese Dongle kaufen. Obwohl es wirklich nicht mal notwendig wäre. Aber sie werden sich diese Dongle wahrscheinlich, genau das so in der Form wird wahrscheinlich passieren, ja. Information aus meinem Chat. Apple hat auf alle MFI Lightning Cable $4 Lizenzgebühr, deswegen haben sie noch kein USB-C. Ah, okay. Ich hätte jetzt eher getippt, dass das noch was mit Marktdominanz zu tun hat, so von wegen, seht ihr. Nee, Apple hat also scheinbar noch Lizenzeinnahmen und USB-C würde das Telefon dicker machen. Ich müsste mich da mal reinlesen. Das Ding ist halt, die Menschen, das war halt schon immer so, die Menschen möchten halt kein, wer wollte früher, wir wollen unseren Headphone-Jack haben. Wir wollen unseren Headphone-Jack, wollen wir unbedingt am Telefon haben. Hat keinen Schwanz mehr heute. Also natürlich wird es Menschen da draußen geben, die, also das ist jetzt nur eine Schätzung, ein kleiner Anteil an Menschen benutzen das noch, aber die benutzen auch die Technik nicht in der Form, wie sie genutzt werden sollte in der heutigen Zeit, was vollkommen legitim ist. Der Großteil der Menschen rennt mit irgendwelchen Sennheiser oder Marshall oder wie auch immer, JBL-Kopfhörer oder die Jugend heutzutage mit Bluetooth-Boxen, warum auch immer das eine Angewohnheit geworden ist. I don't know, auf ihrem Fahrrad. Durch die Straßen. Da hat sich aber auch jeder aufgeregt. Und es war aber ein guter Schritt, dass das weg ist. Mhm. Weil diese Geräte sind halt jetzt, diese Geräte sind so involviert, haben uns ein bisschen, würde ich sagen, das Leben erleichtert, haben die ein oder andere Spider-App vorgebeugt. Das war ja auch kein schlechter Move per se. Und ich rede nicht nur von Apple, sondern generell, das ist halt Innovation. Und ich würde es halt echt mal feiern, wenn Samsung so eine Scheiße mal machen würde, weil dann würden sich die Leute die ganze Zeit mal über Samsung aufregen. Und nicht immer über Apple. Ja gut, die Firmen, die nachziehen, über diese wird sich ja auch aufgeregt. Das ist nicht so ein Ding. Ich lasse übrigens gerade eine kleine Umfrage in meinem Chat laufen, ob ein Kopfhörereingang am Handy benutzt wird. Eins für ja, zwei für nein. Guck mal gleich mal. Es ist eine sehr unrepräsentative, kleine, nicht besonders zielgruppenorientierte Umfrage, aber interessant wäre es ja trotzdem mal, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ist doch einfach immer für uns so, von den Zuhörern. Ganz klar. Also ich hab zum Beispiel super lange noch solche Kopfhörer benutzt von einer Marke, mit der ich heute noch was zu tun habe. So blaue Kopfhörer waren das. Und die habe ich mitgewaschen zweimal. Ich habe die waren mit in Amerika. Ich habe die, weißt du, das sind so kleine, unkaputtbare Dinger für mich gewesen. Und die konnte ich jetzt halt nicht mehr benutzen wegen dem fehlenden Kopfhörereingang sozusagen. Aber ich bin so selten, dass ich öffentlich Kopfhörer benutze und ich habe halt auch einen großen Sony-Kopfhörer, also den jetzt nicht, so einen großen Sony-Kopfhörer mit ANC. Das ist halt so angenehm beim Reisen. Das hätte ich vorher niemals gedacht. Du sitzt im Flugzeug und du hast die ganze Zeit dieses Dröhnen vom Flieger oder auch im Zug oder auch bei längeren Autofahrten, wenn du nicht selber fährst, so, ne? Und du setzt dir diesen scheiß Kopfhörer mit ANC auf und das nimmt dir so viel Stress aus diesem, aus der ganzen Nummer raus. Das ist unglaublich. Und dir gehen die Leute nicht so auf den Sack. Also ich fahre sogar mittlerweile mit EarPods Auto. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich fahre nur mit EarPods Auto. Cool. Okay, meine nicht repräsentative Umfrage hat ergeben, nutzt du Kopfhörereingang am Handy? Ja, 35% und nein, 65%. Naja. Grob gesagt. Naja. Ja. Die meisten, übrigens, das möchte ich kurz mal aufgreifen, die meisten Apple-Fanboys interessiert es eh nicht genau, was passiert. Die sind ohnehin überzeugt, dass es am besten ist. Also ich meine, das wirst du immer bei jeder Marke haben. Also wirst du halt wirklich haben. Du wirst bei, egal was jetzt rauskommt, ob es eine Grafikkarte ist oder AMD und Intel, so Menschen
Menschen kaufen sich das, weil da diese Marke draufsteht. Es gibt, glaube ich, heutzutage kaum noch wirklich viele Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, die noch Vergleiche anstellen. Die Zeit ist einfach vorbei, weil die großen Player sich einfach etabliert haben. Du kaufst ja entweder mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob Huawei noch so ein Ding ist, durch dieses Debakel mit Android, da bin ich mir gar nicht so sicher. So, aber die Menschen zum Beispiel auf dem Mobilfunkmarkt kaufen die meisten, die großen Player. Dann sind immer so 2-3 Jahre so Anteile mit dem Flaggschiff-Zerstörer. So jetzt zum Beispiel Xiaomi beispielsweise. Und Leute regen sich generell sehr oft und sehr, sehr viel über diese Innovation auf. Und selbst ganz ehrlich, ich hätte es auch gefeiert, hätte Samsung gesagt, ey scheiße, wir machen den Headphone Jack raus. Weil der Headphone Jack nimmt halt in dem Telefon Platz weg, wo andere Technik wieder reinkommt. Aber so weit denkt halt keiner. Wer das am Ende macht, ist mir zum Beispiel scheißegal. Mir ist da total Rille, wer das entwickelt. Hauptsache, das macht irgendjemand. So, und selbiges gilt für die Ladebuchse. Das ist halt einfach auf der Platine von dem Telefon unnötiger Platz, wo andere Sachen wieder reinkommen, wo dein Telefon vielleicht stärker sein könnte, wo deine Gesichtsentsperrung besser werden könnte oder Prozessor für, weiß ich, du hast noch einen Fingerabdruck mit drin. Diesen ganzen Quatsch, das, also was heißt Quatsch in Anführungsstrichen, bitte, gesehen. Das ist einfach Weiterentwicklung, das ist einfach die Weiterentwicklung unserer Technik. Ich meine, wer möchte sein Telefon nicht wireless laden? Ich lege das gerne einfach irgendwo hin und lade das auf, ohne da unten in der Dose rumzufummeln. Weil es gibt eigentlich im Erwachsenenalter nur noch eine Dose, an der man gerne rumfummeln, und das ist bei einer Frau. Oder, na gut, Entschuldigung, je nachdem, welche Interessen hast, auch mal beim Mann. So, und das sind so Dinge, wo einige Menschen, glaube ich, nie wirklich den Fortschritt sehen möchten und sich dagegen so ein bisschen wehren. Und oft wird dann gesagt, okay, oft wird dann halt einfach gesagt, ja, okay, du bist dann irgendwie ein Fanboy oder du bist dies oder du bist das oder du bist Ananas. Und am Ende bist du eigentlich pro Fortschritt. Wer den Fortschritt macht, ist mir eigentlich, mir persönlich total egal. Verstehe ich. Soweit ich das verstanden habe, hat Huawei doch, also sind aus der ganzen Android-Kiste halt rausgeflogen, mittlerweile aber, soweit ich weiß, wieder drin und haben das Problem, dass sie dieses Embargo seitens USA aufgelegt bekommen haben. Das heißt, sie dürfen nicht mit 5G-Hardware arbeiten. Aber wie weit das jetzt ist, und was, also ich hab nur irgendwas mitbekommen, so peripher, dass die irgendwie wieder zurückkommen. Aber inwieweit das dann bla bla bla, keine Ahnung. I don't know. I don't care. Also das Schöne ist ja, der Markt regelt solche Sachen ja. Und damit meine ich nicht irgendwie, der Markt regelt es, sondern du wirst immer ein Produkt haben, das jetzt für dich gerade leuchtet und scheint und du kaufst das, ne? Ob das vor ein paar Jahren OnePlus war oder in deinem Fall jetzt Apple ist oder, keine Ahnung, bei mir liegt jetzt hier ein Xiaomi auf dem Tisch. Solche Sachen. Ach so. Ne? Hast du dir Xiaomi geholt? Ich habe noch eins vom letzten Jahr, das Mi 10T Pro. Und das ist auch wieder witzig, dann kriegst du so Sachen noch mit über die Presse, so von wegen, ja, Xiaomi verzichtet jetzt auf das Mi-Kürzel, die lassen das demnächst weg. Ja, interessiert mich, ja, ich find's scheiße, wenn so ein Name irgendwie, hast du dir mal Grafikkartennamen angeschaut? Alter, die sind mittlerweile so lang, die passen auf keine Box mehr drauf, ja. Ach so. Ich nenne das Ding immer nur 1080 Ti, fertig, oder? Ja, eben, genau, aber der Hersteller nennt es dann halt, na, also da kenne ich so 2-3 Hersteller, die übertreiben es damit total. Das brauche ich dann halt auch nicht. So mit dabei. Ja, nee, ich, wie gesagt, das 10T Pro habe ich jetzt seit ein paar Tagen hier liegen und das erfüllt meine Bedürfnisse mit einem Nachteil. Es ist halt, ich finde es zu groß. Also ich persönlich mag den, also ich habe mir das 12 ja extra geholt als Mini-Version, weil genau das wollte ich ja haben. Genau das wollte ich haben, aber das ist dann für den täglichen Betrieb doch ein bisschen zu klein, gerade wenn man drauf schreiben möchte. Leider. Naja. Übrigens, wo wir von weil es gerade Haki geschrieben hat, oftmals aber auch Fortschritt auf Kosten von endlichen Ressourcen. Keine Kopfhörerbuchse führt vermehrt zu kabellosen Kopfhörern. Und die brauchen auch wieder Akkus. Akkus leer, Kopfhörer Schrott. Außerdem ist Batterieproduktion auch nicht die ökologischste. Ist zumindest ein Aspekt, den man auch bedenken könnte. Zu der Zeit, als das damals entschieden wurde, stand das gar nicht zur Debatte.
in der Öffentlichkeit. Und diese Betriebe, die wissen das schon seit eh und je, dass wir eigentlich am Arsch sind. Das wissen die alle schon. Und dieser Fortschritt wurde schon immer durchgeboxt und wird auch heute immer noch durchgeboxt auf Kosten der Erde. Weil Geld macht einfach gierig und die Leute sind einfach scheiß Gierlappen. Wir leben im Kapitalismus. Wenn es wirklich, also wirklich, wenn wir das auf das ganz, ganz Einfache runterbrechen, dürfen wir theoretisch heutzutage nichts machen. Wir müssen unsere ganze Technik müssen wir theoretisch abgeben und die Ressourcen dafür benutzen, die wir dadurch haben, um unsere Welt zu retten. So. Das ist ein super großes Dilemma. Und wenn ihr mal anfangt, euch hinzusetzen in eurer Freizeit darüber mal Gedanken zu machen, euch Gedanken macht darüber, werdet ihr feststellen, dass wir alle, aber auch wirklich alle und jeder, selbst der am meisten seine Sachen saved und versucht, auf den Planeten zu achten, selbst der arbeitet gegen den Planeten. So. Wir können alle unsere Telefone abgeben. Wir könnten, also selbst diese ganze Wireless-Übertragung ist am Ende scheiße und ein Haufen scheiße. Und dann, wenn du das irgendwann für dich selber realisierst, kannst du feststellen, ja gut, was mache ich jetzt oder was mache ich nicht? An dem Punkt sind wir halt einfach. Wir sind an einem Punkt, in dem wir in einer ganz klaren Sackgasse stehen. Wir stehen am finalen Punkt. Da stehen wir. Und an dem geht's jetzt los, wo die Erde uns richtig schön in den Arsch fickt. So. Aber auf der anderen Seite kann ich euch jetzt schon sagen, der Chef, der jetzt bei Apple sitzt, bei Samsung sitzt oder jede andere große Firma, der sitzt da oben und macht den hier. Der gibt da einen Fick drauf. Weil bei dem rollt das Geld rein. Wenn Mission Mars aufgeht, alles klar, das ist mein erster Platz. Peace out, Rabbits. Ich bin gone. Vereinfacht gesagt, wahrscheinlich so, ja. Ja. Denen ist das egal. Die machen das immer weiter und weiter und weiter. Verkaufen uns das immer wieder als Innovation und das ist der geilste Shit und dies, das, Ananas, damit wir mehr Geld machen. Und jeder von uns, der vor einem Bildschirm sitzt oder auch nur zu Hause ist, ist Teil des Problems. Ob du dir einen LG-Fernseher kaufst, ob du dir einen Sony-Fernseher kaufst oder. Ob du selbst im Mediamarkt dir irgendwas holst, das ist alles Teil des Problems. Und deswegen finde ich persönlich, wenn man in solche Gespräche reingeht, sollte man nicht das machen und auf jemanden zeigen, sondern gucken, wie kann man das Problem eigentlich lösen. So, und das Problem, also ich denke darüber wirklich sehr, sehr viel, nach, weil ich ja wirklich ein sehr großer Konsument bin von Technik zum Beispiel. Und ich bin mir dessen ganz klar bewusst, wenn ich in mein Büro reingehe, dass ich hier sehr viele Ressourcen vom Planeten mir genommen habe, um das hier zu machen. Am Ende ist mir trotzdem noch nie eine Lösung eingefallen. Wie kann ich trotzdem in dem System bleiben und mir mein Leben finanzieren? Und wie kann ich darauf achten, dass ich irgendwas für den Planeten tue? So. Und mit diesen zwei Punkten sitze ich sehr häufig auf dem Balkon und denke darüber nach, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Und leider Gottes fällt mir sehr oft auf, nicht so viel. Also selbst wenn ich meine Reichweite nutze, kann ich in meiner Zeit nur, ich sag mal, für einen Pflastersteinweg ein bisschen den Weg betten, dass irgendwann jemand den Pflasterstein da hinlegen kann. So. Deep. Sollen wir nicht ein paar Bäume pflanzen gehen? Was man ja auch erstmal nicht überall darf, by the way. Bäume pflanzen ändert aber auch nicht, dass jedes Jahr ein neues Telefon rauskommt und Millionen von Menschen sich ein neues Telefon kaufen. Oder dass wir uns wieder einen neuen Prozessor kaufen. Ja. Sorry, irgendwie hat sich hier ein Soundalert bei mir eingeschlichen. Und ich kann es gerade nicht so ohne weiteres abschalten.
Ja, du hast recht. Ja, also ich denke darüber sehr viel nach. Dafür braucht man halt, bin ich ja mal, musstest du auch nicht unbedingt viele Dokus gucken. Deswegen ist halt dieser Ansatz immer von Ausbeutung und das ist nicht mal unser größtes Problem, dass irgendeine Firma irgendwen ausbeutet. Ist ein Problem, nicht mal das größte. Das größte Ja. Problem ist, dass halt unsere Erde im Bach runtergeht. Und wir alle, aber auch wirklich jeder Einzelne, außer du sitzt im Busch und ernährst dich von deinen selbstgepflanzten Sachen, sind wir alle das Problem. Der Friedrichshainer Mensch, der sich ökologisch oder ökonomisch, Entschuldigung, ich kann das nicht auseinanderhalten, der mit seinem komischen VW Dulli Bulli 20 Jahre alt durch die Gegend fährt, du, ich, ihr da draußen, dein Nachbar, der weiß der Geier, was er da macht. Wir sind alle Teil des Problems, weil wir beuten diesen Planeten einfach komplett aus. In Das jeglicher Form. ist korrekt. Das Sand, Wasser, Gold, jegliche Rohstoffe. Und wir werden immer mehr. Hier, die ganze Zeit wird gevögelt und wir werden immer mehr und immer mehr Ressourcen. Immer mehr und mehr. Und das kann. Das Problem ist halt, die Scheiße kannst du gar nicht mehr stoppen, weil wir in diesem System drin sind. Und in diesem System mehr oder weniger sogar gefangen sind, weil wenn du jetzt nicht die neueste Grafikkarte hast, kannst du nicht den neuesten Shit spielen, um dann nicht wieder dein Geld zu verdienen. Dieses System, was aufgebaut wurde, ist einfach so absolut absurd. Es ist so fucking absurd. Naja, aber am Ende des Tages ist das halt, also ja, Kapitalismus, ja, gepaart mit ein bisschen Fortschritt und mit der nächste Shit. Natürlich brauchst du nicht jedes Jahr eine neue Grafikkarte, neues Handy, neuen PC, neues dies, neues das, neues jenes so, ne? Ja. Aber du, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Problem ist dann ja auch menschengemacht, dass du, wenn du, also pass auf, du machst ab heute, kaufst du dir keine neue Hardware mehr. Und das geht ein, zwei Jahre gut und irgendwann kommen dann die Fragen rein, so, warum kaufst du dir keine neue Hardware? Du kannst den neuen Scheiß doch gar nicht mehr spielen. Guck mal, das läuft bei dir nur noch mit 30 FPS. Ja, aber ich will mir keine neue Hardware kaufen. Dann bist du doch in dem Tech-Bereich, in deinem Bereich nicht mehr relevant. Also nicht relevant, aber du kannst nicht mehr mitspielen. Also ja, das Problem ist hausgemacht. Entschuldigung, wir brauchen eine Vögelsteuer. Vögelsteuer? Ach so, wegen. Ah, ich dachte, er meinte Vögel. Es ist halt. Ich hab mir halt, weil ich spreche halt mit meinem Chat sehr häufig darüber. Also wirklich, manchmal, wenn ich so auf dem Balkon sitze und abends für mich ein bisschen vape und die Grillzirpen zuhöre, ja, das trifft mich manchmal wie ein Blitz. Also wirklich, weil ich mir darüber sehr viele Gedanken mache, was kann ich denn jetzt tun? Weil mir wird ja, also zum Beispiel, mir wird ja sehr häufig dann auch gesagt, Maga, du verballerst viel zu viel Strom. Du erzeugst viel zu viel Wärme, die dann rausgegeben wird an das Ökosystem. Nagelt mich bitte auf das Wort nicht fest. Du ballerst das nach draußen in die Atmosphäre. Das ist eigentlich nicht geil. So. Und dann sitze ich halt wirklich auch hier, frag, was kannst du jetzt machen? Okay, machst du deine Rechner aus, du machst halt so alles aus, was du nicht brauchst. Und es fährt sich immer weiter runter, bis du halt an dem Punkt angekommen bist, wo du sagst, okay, weniger geht halt wirklich nicht mehr. Weniger geht nicht. Und ich habe wirklich schon echt eine Menge und ich habe mir abgewöhnt, Sachen zu kaufen, also unsinnig, so wie viele Jahre vorher. Du wirst aber halt irgendwann feststellen, dass du in dieser komfortablen Position irgendwann bist, dass du sagst, ey, ja, fuck, Alter, ist kaputt, hol ich mir ein neues. Also selbst, ich bin ein großer Freund von Upcycling und benutze Dinge wirklich sehr, sehr lange und sehr häufig und versuche die immer gut in Schuss zu halten und zu reparieren. Nur wirst du halt oft feststellen, wenn du zum Beispiel, du hast ein kaputtes Objektiv, ja, ist das beste Beispiel. Ist Glas drin, Glas ist jetzt auch nicht unbedingt der günstigste Rohstoff, also mit den Linsen. Und du gibst es zur Reparatur und sie machen dir das nicht heil, weil sie es nicht heil machen können. Also kaufst du dir ein neues, weil du brauchst es ja. So, und jetzt hast du aber 1500 Euro da drin stehen, in einem Schrank, wo wirklich wertvolle Rohstoffe drin sind. Aber du kriegst es auch nicht übers Herz, das auf den Recyclinghof zu geben, weil es war irgendwann mal fucking viel Geld so. Das ist super abstrus.
Das ist super abstrus. Aber auf der anderen Seite willst du das natürlich, deine geilen Apple-Produkte willst du haben. Du willst halt aufklappen, reinstecken und es funktioniert. Weil das ist ja der Zahn der Zeit, 2021, willst ja nicht hinterm Mond leben und dein Headphone-Jack da reinstecken, weil also Menschen wie mich nervt das halt einfach. Dann hängst du da wieder drin, ja scheiße, kaufst du halt Earpods. So. Weil es ist ja möglich. Sie sind ja gerade im Angebot, weil dann sparst du halt einfach 100 Euro. Super Banane. Ja, das stimmt. Ich habe da nichts gegen zu sagen. Ich bin da ziemlich deiner Meinung, wenn ich ehrlich bin. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht... Nein, ach, sowas reißt einen ja dann sofort mit, wenn man darüber nachdenkt, ne, wenn man da mal so mit reingeht. Also ich hatte diese Diskussionen vor vielen Jahren schon in Bezug auf, naja, du kaufst halt viel zu viel Hardware und Scheiß und gibst halt viel zu viel Geld für so einen Krimskrams aus. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe da keine Patentlösung für. Ich weiß da auch nicht, besser mit umzugehen. Ich habe natürlich auch mein Konsumverhalten irgendwie mal ein bisschen geändert oder angepasst oder zumindest mich mal ein bisschen hinterfragt und so weiter. Und trotzdem kaufe ich mir auch gerne immer den neuesten Scheiß. Ne? Ich brauche den 5950X nicht und trotzdem ist er bei mir drin. Ne? Und haben wir auch schon drüber geredet. So, aber am Ende des Tages, die Sache ist halt eben die. Du könntest natürlich einen Livestream mit einem Computer, mit deutlich weniger Hardware, aber dann gibt es einen Konflikt mit deinem Anspruch, in deinem Fall jetzt, mit der Qualität, die du rausbringen willst, oder halt mit dem Komfort, das war dein Wort, genau, mit dem Komfort, den du haben möchtest, Knöpfchen drücken, fährt hoch, kannst sofort loslegen, ja, easy peasy. So, und dann fängst du halt wieder an, ne, gar keine Frage. Ja. Ist so. Also ich meine, ich habe wirklich schon sehr viele alte Dinge verbaut, immer noch. Also mein Rechner zum Beispiel in der Küche ist schon 6 Jahre alt mittlerweile. Und der wird da auch bis auf Lebzeiten, der ist da immer noch in demselben schäbigen Gehäuse. Ist mir scheißegal, wie das aussieht. So, das bleibt da alles drin. Es wäre schön, wenn es eine Lösung geben würde, du. Ehrlich. Wirklich. Ich würde mich super freuen darüber. Naja, aber ich mache mir halt Gedanken darüber, was ist denn mit den Kindern, die nach uns kommen, so, weißt du? Und das Ding ist ja, wenn du nicht ganz so ein egoistischer Motherfucker bist, dann setzt du dich halt hin und dann siehst du den Nachbarsbengel mit 11, der spielt mit dir Tischtennis, lebt gerade das Leben seines Lebens, aber was macht denn der, wenn der nachher 40, 50 ist? Der ist halt einfach, Entschuldigung, der ist halt einfach schlichtweg gefickt, so. Der ist halt, da gibt es dann irgendwie wahrscheinlich Sonnencreme Stufe 3000. Und dann läufst du halt rum wie das Michelin-Männchen oder hast halt wirklich so einen Ganzkörperanzug, dass du wenigstens mal nach draußen kannst oder so eine Scheiße, verstehst du? Oder er singt Lappaloba, ohe, währenddessen er zur Schule irgendwie aus seinem Baumhaus in ein Auto reingeht und dann so, yeah, ab zur Schule, wuhu! Meinst du, das ist eine realistische Zukunft, dass das so... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was kommt so. Ich merke aber trotzdem, dass das Wetter halt total abstrus ist mittlerweile. Ja, okay. So. Okay, pass auf. Den Klimawandel gibt es und wir haben da einen Anteil oder einen Großteil, da sind wir daran schuld. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Jetzt mal historisch gesehen oder anders gesagt, wir waren ja damals nicht an der Eiszeit schuld. Da gab es uns ja noch in der Form noch nicht. Es gab noch keine Industrialisierung etc. und so weiter. Das heißt also, dass es sich auf dem Planeten immer Schwankungen gibt, das ist ja genauso belegt. So, wir sind, und dieser Meinung bin ich auch, sicherlich daran schuld, dass es deutlich schneller warm wird und dass das deutlich schneller chaotisch wird. Und mal gucken, in welche Richtung das in den nächsten Jahren so geht, die wir noch miterleben. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber dass es immer eine Veränderung gab und auch schon noch in Zukunft geben wird, das ist ja auch unausweichlich. Ne? Ja, aber ich meine, über hunderte von Jahren weisen uns nette Menschen, die sich damit sehr, sehr lange und sehr viel auseinandersetzen, also eigentlich ihr ganzes Leben nichts anderes machen, außer sich Klima anzuschauen. Also ich meine, es wäre ja nicht umsonst so viel Higgi-Haggi so. Und ich meine, ganz ehrlich, Alex, wenn du jetzt zum Beispiel mal nach Amerika gehst, also du warst ja schon mal da. Ja, mhm. Wenn du nur an L.A. denkst, wenn du aus dem Flughafen rauskommst, nur an diesem Moment,
dann weißt du doch eigentlich schon, dass alles im Arsch ist. Und wenn du dich auf ein Santa Monica Pier stellst, an einem klaren blauen, hell, also wirklich an einem klaren hellblauen Himmel und du kannst 500 Meter geradeaus gucken, dann weißt du doch schon, das kann, glaube ich, nicht so geil sein. Das kann, glaube ich, nicht so geil sein. Und das ist jetzt ohne irgendwelche Quellen, sondern einfach nur das, was deine Augen sehen. Also ich beschreibe dir mal meine Experience beim ersten Mal L.A. Ja. Alleine ist niemand mitgeflogen oder sowas. Ne? Also es gab da keine anderen Menschen, mit denen ich da hingefahren bin oder sowas. Mein Plan war, okay, pass auf, du holst dir vorher schon über eBay eine SIM-Karte, dass du in Amerika sofort loslegen kannst, und habe mich da vorher schlau gemacht, wie kannst du die vorher aktivieren oder wie muss sie aktiviert werden, damit du direkt ab Flughafen online bist, ne? Weil ich habe mir gedacht, wenn du online bist, gerade in Amerika, gerade in LA oder sowas, dann kannst du dir ein Uber rufen, du kannst die Google Maps benutzen, du kannst vielleicht das, es gibt ja auch Busse, habe ich gehört, in Amerika, ne? Habe ich nicht benutzt, aber oder es gibt halt ein öffentliches. Ja, nee, ey, ohne Scheiß, ich bin kein Öfi-Nutzer in Deutschland, und dann fange ich im Ausland auch wirklich, nee, nein, kann ich. Und das Beste ist, ich hatte ja auch ein Budget für genau sowas. Ne? Also ihr hatte mich ja da beim letzten Mal eingeladen, hatte ich ja auch ein Budget, um genau sowas wie Transport und sowas zu gewährleisten, ne? Auf den möglichst bequemen Weg. Und ich habe mir halt gedacht, Digga, wenn du ca. 12 Stunden unterwegs bist, dann hast du wirklich alles, aber keinen Bock mehr, die richtige Linie zu erwischen, also Buslinie, und dann in die Richtung zu kommen und dann an der richtigen Stelle auszusteigen. Das tust du dir dann nicht an, weil ich war wirklich total im Arsch. Ne? So, ich komme also da an, mach mein Handy an und denke so, oh fuck, habe ich Empfang, geht das, blablabla, war keine Ahnung, ja, dies, das, Ananas und so. Und es hat funktioniert. Und ich war dann auch, also noch bevor ich durch diese Dingenskontrolle da durchkam, ne, Passkontrolle, dies, das, Ananas, warum wollen sie hier einreisen? Ach so, ey, ja, schönen Tag noch, hauen so ab. Ey, ich bin so schnell da durchgekommen, ne, also wirklich so schnell. Das hat, beim ersten Mal hat das wirklich super lange gedauert, also beim Mal davor nach San Francisco. Da hat mich schon total überrascht, aber ich war schon online. So, und dann habe ich geguckt, wie funktioniert das mit Uber so? Ist ja auch selbsterklärend, wenn du so willst, ne? Ja. Und fordere so einen Typen an, und also so ein Fahrzeug an. Das war in meinem Fall dann halt ein, also wahrscheinlich ein Mann. Ich will ihm nichts unterstellen, aber er sah schon genauso aus. Er hat alle äußerlichen Merkmale mitgebracht. Und du hast halt auch gesehen, wie die Karre dann auf der Map halt angezeigt wird, wie sie näher kommt. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, beim LA Airport, bei der Ankunft, gibt es halt zwei Etagen. Und ich stand einfach nur auf der falschen Etage. Und so, der schreibt mir so, er ist da. Und ich so, ja, ich sehe dich nicht. Und also wird zurückgeschrieben, ja, I don't see you. Und er so, ja, Uber ist nur unten oder nur oben, keine Ahnung. Ja, dann eben dahin gewatschelt und bla. Und dann sind wir losgefahren. Und dann fährst du halt durch diese verschiedenen Vororte, nennt man es ja nicht. Das sind dann so die verschiedenen Bereiche da und die verschiedenen, ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm, so die verschiedenen Bezirke, dankeschön, ja, und ich war auch total geflasht, und dachte so, oh, ich bin online, ich bin in Amerika, ich war gerade so und so lange im Flieger, und wo geht's denn eigentlich hin, und Hollywood, und wow, und cool, ich war nur komplett überfahren von dieser Experience, und das hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und meine Amerika-Erfahrung in dem Moment war einfach nur so, oh, da ist ein In-N-Out-Burger, das musst du dir merken, da musst du essen, das war alles. Also bei mir war das einfach nur der komplette Touri-Oberflow. Komplett. Also meine Amerika-Experience war in Berlin im Flieger nach Heathrow. In Heathrow konnte man nirgendwo rauchen. Und ich werde echt grimmig, wenn ich das nicht kann. Okay. Und ich bin auch nicht so ein Typ, ich gehe irgendwo auf eine Toilette und tu so. Nach Amerika geflogen. Wir waren gefühlt, glaube ich, 32 Stunden unterwegs, sind da gelandet, mussten nochmal 3 Stunden anstehen wegen ESA, Passkontrolle, und dann raus. Und dann denkst du dir so, Alter, wie geil, wir sind jetzt raus. Sauerstoff, Baby. Sauerstoff, direkt rein. Und der Sauerstoff dann so. Und L.A., nee, L.A. ist ja so, dass da vier Straßen halt den Highway durchgehen. Ne? Also da gehen halt wirklich, da geht ein Highway im Dings hier, wie in Berlin zum Beispiel, das in Tegel, so ein U lang. Alter, da ist kein Sauerstoff. Das war meine erste Experience. What the actual fucking fuck?
wenn Menschen dir zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern, ganz viele Menschen hier in unseren Landen sagen die ganze Zeit, Alter, Berlin ist so ein Drecksloch, da ist keine frische Luft drin. Yeah, dann steig mal in fucking L.A. aus und dann halt mal deinen Zinken nach draußen. Da war nicht ein Stück Sauerstoff. Nichts. Du hast wirklich direkt CO2 in die Fresse vom Auto. Hättest dich auch einen Auspuff ranhängen können, wäre selber gewesen. Das war meine Experience. Ich so, Alter, nee, das kann nicht mein Ernst sein, Alter. Nee. Nee. Und dann 3 Tage später, Santa Monica Pier, du konntest keine 500 Meter weit gucken. Krass. Es war wirklich blauer Himmel, du konntest nirgendwo hingucken, alles voller Smog. Und dann war das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, sorry, good old Germany ist schon sehr, sehr sauber. Also selbst fucking Berlin, wo jeder sagt, dass das ein Drecksloch ist, da warst du noch nie in Amerika, in L.A. Das ist ein Drecksloch. Also ja, ich erinnere mich auch, dass L.A. Airport die Luft auch, also ich meine, ist halt so, wenn da viele Autos vor deiner Nase stehen, jeder lässt seinen Wagen laufen, bla 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 und so. Die Luft war scheiße. Okay. Am Santa Monica Pier bin ich ja ein paar Tage später auch gewesen. Kein Smog. War super. Konntest kilometerweit gucken. Wann waren wir letztes oder vorletztes Jahr? Konntest du keine 500 Meter gucken. Krass. Alles dicht. Aber beim ersten Mal, als wir da waren, war das auch nicht so. Aber mittlerweile keine Chance. Konntest du keine 500 Meter. Das war richtig crazy. Santa Monica Pier fand ich halt so krass. Ich bin da auch alleine unterwegs gewesen, rumgetigert. Und da habe ich noch gestreamt, wie ich da hingegangen bin. Aber dann ist die Verbindung auch immer, also die wurde, also Amerika, ich war dann auch bei, ich glaube, T-Online oder T-Mobile ist das ja dann da, ne? Mhm. Und also ich hab 3 oder 4 Mal versucht zu streamen und beim ersten Mal war es am besten. Aber da war ich dann irgendwann auch so RIP wegen die ganze Zeit Sonne und Hitze und bla. Und ich glaube, ich habe mir da auch einen Hitzschlag geholt, so einen ganz leichten. Ne? Also ich glaube, da habe ich noch ein bisschen runtergelitten. Und in der Stadt zu streamen, konntest du komplett vergessen. Also mit meinem Provider da vor Ort, das ging gar nicht. Also das ging vielleicht mal, ich habe das auch nur mit dem Handy gemacht. Ich hatte keinen Backpack oder sowas dabei, also nicht [S2] Ja. [S1] Noch verschiedene Dinger dabei. Und hatte auch vorher geschaut, ne, bla bla, welcher ist ein guter Provider jetzt für Amiland? Und dann bin ich auch sofort auf dieselben Informationen gekommen wie in Deutschland. So, ja, das hängt von dem Ort ab und der Stadt und wo was ausgebaut ist und Abnutzung und so weiter und so. Konntest du knicken. Konntest du komplett knicken. Ich bin auch viel unterwegs gewesen, also zu Fuß, ne? Ich habe mein Hotel, also ich war vorher von EA untergebracht und dann bin ich ja noch knapp eine Woche oder eine Woche länger da geblieben auf eigene Kosten. Und mein Hotel habe ich dann gewählt, dass es schon Richtung Airport ist, aber nicht am Airport direkt dran, aber auch nicht total weit weg vom Schuss, dass du nicht erst immer noch eine Stunde oder so irgendwo hinfahren musst oder mit dem Uber oder was auch immer machen musst. Und das hat für mich auch ganz gut funktioniert, weil ich dann auch dachte so, ja, gerade wenn du dann auf den Rückflugtag hast, so, dass du auf keinen Fall zu spät kommst, ne? Du willst alles verpassen, aber den Rückflug willst du nicht verchecken. Und das hat für mich ganz gut funktioniert, weil ich konnte dann wirklich ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, 1,5 Stunden konnte ich zu Fuß zum Santa Monica Pier gehen und habe das dann halt auch gestreamt und gewatschelt, geguckt, nochmal so ein bisschen durch so ein paar andere Städte und Straßen so. Und da ist ja wirklich alles voll gebaut, ne? Und dann deutsche Bauvorschriften gibt es ja nicht, ne? Ist klar, ist ja Amerika, ne? Alter Schwede, das Motel, das ich hatte, das war so ein, das hat so ein Kubaner gebaut oder geleitet. Das war komplett alles bunt gemalt, super geil. So ein Motel halt, ne? Und ich dachte am Anfang so, darf ich in einem Motel überhaupt übernachten, weil ich habe ja kein Auto. Weißt du, solche Gedanken halt. Das ist denen ja scheißegal. Du bezahlst, du kannst da wohnen, weißt du? Und dann hast du da diese, es gibt ja keine Kippfenster, und dann hast du da diese Schiebefenster in einer Qualität, die würdest du hier vielleicht in einem Schuppen einbauen. Also so von der Stabilität her so, ne? Dachte ich auch so, wenn sich da jetzt von draußen rein dran lehnt, der liegt bei mir auf dem Bett. So halt, ne? Also wir hatten damals, wir sind von 2K hin wegen Borderlands 3. Also da hatte ich schon ein sehr geiles Hotel, muss ich sagen. Also, aber auch so, das war so absurd, Alex. Also das war wirklich so ein, keine Ahnung, hat schon Sterne gehabt. Also richtig schnieke, alles schön. Dachterrasse mit Hollywood-Blick. Und du bist halt wirklich eine Straße weitergegangen. Und da war ein Burgerladen und der sah halt wirklich aus wie der allerletzte runtergekommene Ranzschuppen aus Berlin so. Aber noch schlimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen, Amerika ist sehr schön, aber L.A. für mich einfach, nee. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch irgendwie gar nicht mehr, je mehr und je älter ich werde,
desto weniger Bedürfnis habe ich eigentlich noch weiter zu reisen und Teil des Problems zu sein, weißt du? Also, es ist super kacki. Und je mehr, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ja so, je mehr du dich mit deinem Chat unterhältst und je mehr du dich mit Menschen auseinandersetzen, je mehr Meinung du dir teilst, desto abstruser wird die Kacke einfach irgendwann auch. Also, verrückt. Wir haben heute eine Doku gesehen, oder keine Doku, nicht, ein kleines 10 Minuten, 15 Minuten langes Video, eine kleine Berichterstattung über, ich glaube, es war Estland, ne? Wie digital dieses Land aufgestellt ist, ne? Und wo man überall Empfang hat und wie einfach alles ist und dass man alles online machen kann und alles mit einem digitalisierten Ausweis machen kann und so weiter, ne? Ja, vielleicht nach Estland auswandern, ne? Wie ist denn das Wetter da eigentlich so im Durchschnitt? Meinst du Estland oder Island? Estland, nicht Island. Estland. Ehemalige UdSSR Estland. Ich bin schon mal mit einem Kollegen, also es ist schon sehr viele Jahre her, wir sind mit dem Auto durch Polen, durch Litauen, durch bis hoch nach Estland gefahren. Das war eine Erfahrung. Und soll ich dir sagen, wie wir damals unser Business weitergeführt haben? Also wir haben damals schon Online-Sachen gemacht. Weißt du, was Wardriving ist? Nee. Du scannst einfach nach, also du sitzt dich ins Auto, fährst durch die Gegend und scannst einfach nach WLAN-Dingern, die du öffnest, also die du benutzen kannst. Ja. So easy. Ja. Und dann irgendwann hältst du halt einfach an der Hauptstraße an und denkst dir so, oh, wir können Mails abrufen. Mails abgerufen, zurückgeschrieben, dies, das, Ananas. Das hat funktioniert. War natürlich eine bekloppte Lösung, aber für die Zeit war es okay. Und ich erinnere mich noch, dass ich noch ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das war so ein Laptop von HP und der hatte damals schon eine abnehmbare Tastatur und du konntest es komplett als Tablet benutzen oder halt eben in der Tastatur war natürlich noch ein größerer Akku, dann so mit dabei. Das war sehr geil. Das war auch so ein Convertible irgendwie. Super witzig. Da drüben, also da drüben leben ist, glaube ich, generell, also ich, also die Menschen sind einfach, sie sind da noch ein bisschen anders. Da ist Entschuldigung, meinst du jetzt die Staaten oder meinst du jetzt hier ehemalige Ostblock? Nee, ehemalige Ostblock meine ich. Also die Staaten, also wenn, würde ich nur noch einmal hin, um Natur zu sehen, glaube ich. Von Großstadt habe ich keinen Bock mehr, da bin ich raus einfach. Aber ich habe auch den ehemaligen Ostblock schon mittlerweile relativ häufig auch besucht und es ist ein bisschen anders, aber man merkt halt, also ich glaube, das ist so meine Theorie dazu, das wird bald so wie Polen sein. In Polen merkt man halt langsam, dass die EU angekommen ist und sie entwickeln sich immer weiter und es geht höher und das schwappt jetzt immer weiter nach da drüben. Aber ich glaube, es sind schöne Orte, um dort auch zu leben. Also wenn ich mir immer überlege, wie viel Geld ich jetzt verdiene und was ich da machen könnte. Also das ist jetzt unbestätigt, ne, aber in dieser Doku ging es darum, dass man halt einen generellen Steuersatz von 20% hat. In Estland? Ja. Ja. Ja, ja. Nächste Firmengründung Estland. Kleine Bude hinsetzen. Ohne Scheiß, ich hab wirklich schon mal überlegt. Also ich war mit meinem Vater schon zweimal in Tallinn. Litauen, Estland, Vilnius, warte mal, wo gehört Vilnius jetzt zu? Lettland, glaube ich. Lettland, genau. Die Länder habe ich alles schon besucht und es ist einfach sehr schön dort. Entschuldigung, ich muss eben fragen, bist du in Vilnius auch in der Innenstadt gewesen? Ja. Die Einkaufsstraße in Vilnius ist doch quasi so breit gebaut, dass man da mit einer kompletten Panzerkolonie so ne, Parade durchfahren kann. Ja. Und dann haben die in der Mitte einfach nur so ein paar kleine Blumenkübel hingesetzt und das Geschäft auf der anderen Seite ist trotzdem 50 Meter weit weg, weißt du? Ja. Boah, da sind wir auch gewesen. Wir sind da durchgegangen, wir haben gesagt, das kann nicht sein. Also da hast du, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her oder noch länger, ne? Da hast du so diesen russischen Einfluss noch überall gesehen. Überall standen noch diese großen, so diese krassen Betonbauten, die einfach schreien. Keine Ahnung, ne? Russischer ja, genau. Und noch so Denkmäler und so ein Schrott überall. Der Hammer. Schon sehr krass. Ja, klar wird das heute noch da stehen. Ja, genau. Und in der Doku ging es auch darum, dass man eine Steuererklärung in nur einer Minute machen kann. Oh, in den Ländern? In Estland, weil das ja alles so vernetzt ist und alles kommuniziert miteinander. Das ist einfach, das ist der ganz andere Jam da drüben. So.
Das ist in den ganzen Ländern um uns rum, also Skandinavien ist das ja auch am Ende kein dickes Problem. Es ist halt wirklich, in good old Germany ist das so das einzige Ding. So in weiß ich nicht, wenn du jetzt beispielsweise in Schweden, ich übertreibe jetzt völlig, ja, in Schweden hast du 50% für alle. Wie viel hast du verdient? Das hast du verdient, 50% für uns, alles andere ist uns egal. So gefühlt ist das. So. Und ich glaube, ich denke auch, dass Deutschland und ich glaube auch mitunter die Schweiz mit eins der komplexesten Steuersysteme haben. Ich glaube, Österreich ist auch gar nicht so weit weg, so. Aber die meisten Länder, die halt noch so, ja, ich sag mal, UdSSR oder Ostblockstaaten oder wie auch immer wir das nennen wollen, denen ist das am Ende auch völlig Bums. Die Leute haben da eh nicht so viel Geld. Also, ich überlege, in Riga zum Beispiel, als wir in Riga auf dem Wochenmarkt waren und wir haben uns da also wirklich einen riesigen Beutel Naschereien mitgenommen, also so selbstgebacktes von der sehr netten jungen Dame, die das, glaube ich, mit ihrer Mutter da gemacht hat, das hat uns 2 Euro gekostet. 2. 2 Euro, Alex, das war so eine Tüte, so ein Ballermann. 2 Euro hat das gekostet. Mhm. Da weißt du halt einfach so, Steuern. Ja, klar. Steuern. Klar, klar, klar. Was für Steuern? Klar, klar, klar. Ja. Wir sind ein bisschen vom Thema abgedriftet. Ein bisschen. Und es ist jetzt kurz nach 8. Aber es war schön. Aber es war schön. Und nötig. Aber nicht schön. Ein bisschen deep vielleicht. Ein bisschen zu deep vielleicht. Maybe. Sorry, Chat. Aber ich habe auch so bequem gesessen. Entschuldigung, Chat. Also wenn das so einen komischen Eindruck. Aber es war wirklich schön. So auch sich mal so fallen zu lassen in das Gespräch. So nenne ich das jetzt mal. Ja, nächsten Monat gehen wir dann aus dem Ostblock online. Ist das noch politisch korrekt zu sagen Ostblock? Letzte Frage. Das, ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das okay ist. Same. Also ich wüsste nicht, warum man das nicht dürfte, weil es ist ja... Man sagt ja die ehemaligen Ostblock-Staaten. Ich denke genau. Das wird noch okay sein. Ja, Baltikum, ja, ist schon klar. Das ist natürlich das Baltikum, klar, aber, ne? Nun. Also, als DDR-Bürger oder aufgewachsen DDR-Kind, also ich sag selbst zu den da drüben, die Ecke Ostblock, also MV und Sachsen und Berlin. Okay. Dizzy, ich mach mal den Einstieg zum Ausstieg. Mach mal den Einstieg zum Ausstieg. Wir sind heute echt ein bisschen abgedriftet. Ich fand's cool, sehr unterhaltsam. Also für mich sehr, ich habe wieder sehr viele Informationen in mich aufgesaugt. Finde ich gut. Deshalb mag ich dieses Format auch jede Woche so gerne. Obwohl ich nicht so genau wusste, worauf es heute hinausläuft. Finde ich, muss ich mal so sagen. Dankeschön. Ich weiß übrigens auch nicht, was wir nächste Woche machen. Ich habe keine Ahnung. Wird's wieder die Wunde Tüte oder wird es wirklich die Wundtüte? Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau, was es wird, Chad. Aber schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin übrigens immer, gerade was solche, wichtigen Themen betrifft, immer sehr offen. Also falls ihr da auch irgendwie vielleicht etwas anmerken möchtet oder etwas kritisieren möchtet, wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich weiß, wir haben uns nicht über ein Opti-Grill unterhalten. Verdammte Ficke, wir unterhalten uns nächste Woche über den Opti-Grill. Ich bin nämlich voll drinne, Alex. Der Opti-Grill, das wird nächste Woche ist Opti-Grill-Thema, aber only Opti-Grill. Also wir reden nächste Woche über Kochthemen, ja? Ja, wir gehen nächste Woche Hardware-Kochtechnisch gehen wir rein. Alles klar. Das ist es, okay. Yes! Großartig, sehr gut, Baby-ish. Dankeschön fürs Zuschauen heute und fürs Zuhören an alle Menschen da draußen, an Podcast-Empfangsgerätschaften. Oder bei YouTube. Küsschen geht raus an euch. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche, wann auch immer ihr das hört und lasst euch gut gehen. Tschüss, Alex. Bis nächstes Mal. Tschüss, Leute. Macht's gut. Ciao.